Ja, hier sind wir wieder mit thewisdomfactory.net und mit der deutschen Ausgabe. Und heute wollen wir über eine ganz besondere Reise, kann man das Reise nennen, einen Lebensabschnitt sprechen, und zwar mit Gregor Dellemann, der wirklich was Ungewöhnliches hinter sich hat. Zwischendurch haben wir uns kurz gesprochen und da war er so begeistert. Und das jetzt, wo er von der Reise wieder zurückgekommen ist, wollte ich ihn gern dazu hören. Wir kennen uns aus einer Gruppe, aus einer integralen Christian, wie sagt man das auf Deutsch? Christengruppe, oder? V-Space-Gruppe. Ja, wie auch immer. Es ist jedenfalls auch das eine sehr interessante Reise, die alle 2 bis 4 Wochen stattfindet. Aber noch viel interessanter ist sicherlich deine. Magst du ganz kurz erstmal erzählen, wer du so bist und was du normalerweise machst, wenn du nicht auf diese besondere Lebensreise gehst? Wie ist deine normale Lebensreise gewesen bis dahin? Oh, normale Lebensweise bis dahin kann ich beantworten. Normale Lebensweise, wie das jetzt weitergeht, das ist eine spannende Frage, sind wir schon mittendrin. Ich heiße Gregor Dellemann, das hast du schon verraten, bin gerade 50 geworden. Bin verheiratet, habe 3 Söhne und ich habe bis vor gutem Jahr als Mittelmanager gearbeitet bei Zeiss, war da verantwortlich für eine Reihe Elektronenmikroskope und habe so alles gemacht, was man dann so tun muss, also so von den Kundenkontakten über das Management von dem Team, Finanzen, Organisation und so weiter und so fort. Das habe ich so 14 Jahre lang gemacht, 10, 14 Jahre, je nachdem, wie man es zählt. Und ja, das ist also so ein bisschen mein Hintergrund. Ich bin kein Profi-Christ, wie viele Leute, die du auf deiner Seite schon interviewt hast. Also ich habe da keine Ausbildung in der Richtung oder irgendwas. Habe aber auch auf der christlichen Seite eine ganz hübsche Reise hinter mir. Ursprünglich in der katholischen Kirche groß geworden und jetzt zuletzt hier in Aalen, wo ich wohne, Mitglied in der Baptistengemeinde. Und ja, bin halt da auch meinen Weg gegangen mit meinem Gott. Und na, dazu werden wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen mehr sprechen. Aber das war so der Stand vor 3/4 Jahr, halbem Jahr, als ich dann losgelaufen bin. Ja, danke. Ich finde, gerade in der Zeit, wo wir leben, ist eigentlich eine Rückkehr zu einem spirituellen Leben vielleicht gar nicht so falsch, nicht? Wenn, wo sonst soll man einen Halt bekommen in der Welt, die völlig verrückt spielt, nicht? Und du hast ja jetzt etwas erlebt. Sollen wir es gleich mal verraten, was du so gemacht hast? Es ist verrückt, ja? Also ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie man sowas machen kann. Aber auch am Anfang, als du sagst, du fährst jetzt los, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja? Aber du bist heil wieder zurück und wie ich sehe, glücklich. Also wenn ich meine Geschichte so erzähle, kriege ich eigentlich 3 verschiedene Reaktionen. Das eine ist von Leuten wie dir, die relativ weit weg stehen, die sagen, um Gottes Willen, die kann man nur. Dann gibt es Leute, die das Gleiche gemacht haben und sagen, aber das macht doch jeder. Und dann gibt es Leute, die sagen, sowas würde ich auch gern machen, aber. Und nach dem Aber kommt meistens eine sehr lange und komplizierte Begründung. Ich war also im letzten halben Jahr 2.500 Kilometer zu Fuß unterwegs auf dem Pacific Crest Trail in den USA. Das ist ein Fernwanderweg, der sich von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze erstreckt. Und zwar über die westlichste Gebirgskette, die es da so gibt. Also so, es geht also an der mexikanischen Grenze los und geht erstmal ein Stück durch die Wüste. Dann geht es an der Mojave-Wüste in die Sierra Nevada und auf der Sierra Nevada auf dem Höhenzug entlang, direkt vorbei am Mount Whitney, also am höchsten Punkt der kontinentalen USA, durch den größten Teil von Kalifornien und dann weiter auf der Cascades-Kette, das ist dann das Gebirge, was sich da anschließt, bis hoch zur kanadischen Grenze. Und das ist also ein Wanderweg, der ist 60 Zentimeter breit, 4000 Kilometer lang und auf dieser ganzen Strecke ist man eigentlich draußen. Und zwar jetzt draußen in Wildnis, in einer Umgebung, in einer Landschaft, wie man das, glaube ich, in Europa nirgendwo findet, ganz einfach, weil hier der Platz nicht ist. Der amerikanische Westen ist nach wie vor sehr dünn besiedelt und es gibt also der längste Streckenabschnitt, der wirklich da ganz draußen ist, es ist über 300 Kilometer lang, wo man außer diesem Pfad, auf dem man geht, keine menschengemachte Struktur findet. Also da geht keine Straße quer, da sieht man keine Stromleitung, da steht keine Schäferhütte, da ist kein Elektrozaun, da ist keine Andenkenbude und kein Parkplatz, da ist man einfach wirklich draußen. Und das war eine Erfahrung, die ich ganz bewusst gesucht habe und ich da gefunden habe. Und ja,
Ja, du hast es schon vorweggenommen, die mir einfach sehr gut getan hat. Und ich denke, du hast noch ein paar mehr Fragen. Ja, du sagst 60 Zentimeter. Also dann kann man ja noch nicht mal nebeneinander laufen und sich unterhalten oder so. Da bist du wirklich ganz auf dich selber gestellt. Und also wenn du in Europa wanderst, dann hast du es ja häufig, dass du unterwegs bist auf irgendwelchen Feldwegen, Waldwegen, genau. Forst und sowas. Das war da anders. Solche Wege gibt es da auch, aber die zählen schon als Straßen. Und der Weg, auf dem ich unterwegs war, war wirklich als Fußgängerweg angelegt und auch so angelegt, dass man ihn auch mit dem Pferd begehen kann und kommt auch aus einer Zeit, oder die größten Teile von dem Weg kommen aus einer Zeit, wo Pferde und Maultiere tatsächlich die vorherrschenden Transportmittel in diesen Gebirgen waren. Und da kommt auch die Breite her. Und nein, man kommt natürlich aneinander vorbei, aber nebeneinander laufen ist schon schwierig, das stimmt. Ja, und der wird ja gepflegt so auf 2.500 Kilometer. Ich meine, oder muss man da mal durch Urwald durch? Oder? Und die andere Frage noch, wie macht man das denn, wenn dann keine Häuser und nichts sind, mit dem Schlafen und so? Und also, Essen und Trinken? Und ich fange mit der Pflege an. Das ist was mich wirklich begeistert hat. In Amerika gibt es einige Fernwanderwege, die durch die USA gehen. Die bekanntesten drei sind der Pacific Crest Trail, der Continental Divide Trail und der Appalachian Trail. Die werden zusammen aus Triple Crown bezeichnet. Und die werden alle erstmal so unter dem großen Schirm vom Nationalpark Service betrieben. Das heißt, irgendwo ist da diese Bundesbehörde Nationalpark Service drüber, die sich auch um Yellowstone und Yosemite und ähnliche Dinge kümmert. Aber in der Praxis heißt das, dass die allermeiste Arbeit an diesen Wegen von Ehrenamtlichen gemacht wird. Und das sind also Teams von häufig jungen Leuten, die für 1, 2, 3 Monate zusammenarbeiten. Der Leiter ist jemand Professionelles, der dann auch entsprechend bezahlt wird von der Bundesbehörde. Und die dann einfach in ihrer Freizeit, in ihren Sommerferien rausgehen und wirklich körperlich sehr harte Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass diese Wege passierbar bleiben. Also Bäume durchsägen, die im letzten Winter darüber gefallen sind, an Stellen, wo es einen Erdrutsch gegeben hat, nachbessern, dass der Weg wieder passierbar wird, buchstäblich Steine aus dem Weg räumen, Überbleibsel von Lawinenabgängen beseitigen, alles, was so zu tun ist. Das heißt, also es hat mich sehr nachdrücklich beeindruckt. Ich habe 3-mal so ein Team getroffen, die da unterwegs waren und also diesen Weg gepflegt haben. Und ja, es gibt da einfach sehr viele Leute an sehr vielen Stellen, denen das dran liegt, dass es diese Wege durch die Wildnis in den USA gibt und die da zum allergrößten Teil ehrenamtlich einfach dafür sorgen, dass dieses Wegenetz auch erhalten bleibt. Du hast noch einen zweiten Teil der Frage gestellt, den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, wie man das so macht da. Ich meine, in Amerika gibt es ja auch noch Bären und alles Mögliche. Wie zum Schlafen? Ich meine, irgendwann 300 Kilometer zwischendurch musst du doch mal dein Haupt hinlegen und schlafen. Wie geht das? Und abgesehen von dem ganzen Gepäck, was du ja mitschleppen musst, wenn du niemanden sonst so triffst. Also, dieses Wegenetzwerk geht ursprünglich zurück auf indianische Wege, die auch damals schon zu Fuß begangen worden sind. Und das heißt, du hast ja zwei Dinge, um die du dich kümmern musst. Das ist Wasser und das ist Essen, das ist Verpflegung. Und es ist also so organisiert, dass man so ungefähr einmal in der Woche eine Möglichkeit hat, in die Zivilisation zu gehen und sich da wieder neu zu versorgen, vor allem mit Essen. Und das heißt dann, da geht eine Straße quer und da kann man dann trampen und kann in die nächste Stadt kommen. Oder da steht irgendwo, ist ein Ferienresort, das jetzt sehr entfernt ist, also kann man sich hier vielleicht so vorstellen wie einen etwas besser ausgebauter Campingplatz, wo man halt was bekommen kann. Das ist das eine, das heißt, du kannst so ungefähr einmal in der Woche, manchmal ein bisschen häufiger, einfach Verpflegung und Essen bekommen. Um Wasser musst du dich kümmern, musst halt einfach sehen, dass du aus Bächen und Quellen und Seen dir Wasser besorgst und es dann entsprechend filterst und sauber machst, dass man es auch trinken kann. Und geschlafen wird im Zelt. Die meisten Nächte. Ich meine, klar, wenn man im Ort ist, dann ist es sehr schön, ein Hotelzimmer zu kriegen, vor allem, weil es da eine Dusche hat. Und 7 Tage ohne Dusche ist eine interessante Erfahrung, insbesondere wenn man eine Woche macht. Aber die meisten Nächte sind im Zelt und du bist halt irgendwo da draußen und suchst dir deinen Platz, von dem du denkst, dass du da über die Nacht sicher bist. Und das Zelt schleppst du auch mit rum? Also ich habe einen Rucksack dabei gehabt, mit allem, was ich so gebraucht habe. Ich war jetzt nicht so besonders sparsam wie einige andere Wanderer. Ich war da so bei 15 bis 20 Kilo, so die Leute, die das absolut durchoptimieren, die kommen auch mit deutlich weniger aus. Aber trotzdem, wenn ich mir das so vorstelle, ich wohne hier in so einem ganz normalen Eigenheim, ich habe ein ganzes Haus voll Zeug. Ich war da jetzt 5 Monate
draußen unterwegs. Alles, was ich dabei hatte, waren die 15 Kilo, die ich selber tragen konnte. Und es hat völlig ausgereicht. Also alles, was ihr hier so um mich herum seht, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, brauche ich das alles gar nicht. Das ist ja auch spannend. Dein Fokus hat sich ja sicher auch komplett verändert. Wie ist das so, wenn man losgeht? Kannst du so ein bisschen beschreiben den Ablauf, wenn du losgefahren bist? Was war da so deine, oh Gott, schaffe ich das? Oder, oh, das kriegen wir hin? Oder wie war das? Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich möchte vielleicht erzählen, dass es mein zweiter Versuch war, mich auf diesen Weg zu begeben. Ich war ja vorher schon mal unterwegs gewesen und habe dann nach 14 Tagen einen Unfall gehabt. Das nach gut 14 Tagen, knapp 3 Wochen. Und von daher, so ein paar Sachen hatte ich vorher schon mal kennengelernt. Und nach diesem Unfall steht natürlich die Frage an, ja, was machst du jetzt? Ne? Und ich denke, da kann man auch so verschiedene Haltungen einnehmen. Das eine, was man, denke ich, sagen kann, ist, oh, das ist alles furchtbar gefährlich und da verunglücken die Leute und vergiss das und niemand sollte das machen, alles große Katastrophe. Das Zweite, was du sagen kannst, ist, nee, das ist alles wunderbar, aber nichts für mich. Und das Dritte, was du sagen kannst, ist, naja, ich habe es versucht, das ist jetzt schiefgegangen, ich habe was draus gelernt. Jetzt mache ich einen zweiten Anlauf und gucke mal, ob es diesmal besser geht. Und das war so die Haltung, mit der ich da rausgekommen bin, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte so eine lange Wanderung machen, ich möchte gucken, was es mit mir tut, ich möchte schauen, wie mich das verändert. Und ich möchte einfach das, was ich beim ersten Mal vielleicht nicht so optimal gemacht habe, ich möchte was daraus lernen und möchte sehen, was das ist. Muss man sich natürlich erstmal fragen, was habe ich denn da gelernt? Und so eins, was ich, wenn ich ehrlich bin, warum ist dieser Unfall passiert? Also das ist vielleicht kurz erzählt, also ich war da unterwegs im ersten Jahr bei Glacier Peak. Das ist also im Bundesstaat Washington. Ich bin von Norden losgelaufen auf dem Weg und der Weg war sehr steil, war ausgewaschen. Da hat es Murmeltierlöcher, also so ein Murmeltier macht halt Bauten, die sind ungefähr so groß, also ungefähr so groß, dass ein Fuß ganz gut da reinpasst. Es war da oben in der Gegend Frühjahr, das heißt, grün schießt aus dem Boden, so ungefähr mannshoch, man konnte wenig sehen vom Boden und es lag nur ein Baum quer. Und ich war unterwegs mit vollem Gepäck und was mir passiert ist, ich bin halt mit dem rechten Fuß irgendwie ins Leere getreten, wahrscheinlich in so einen Murmeltierbau, bin mit dem linken Fuß unter diesem Baum hängen geblieben und dann den Hang runtergestürzt. Das war jetzt nicht so schlimm, weil der nächste Baum lag dann auch gleich quer. Also ich bin so 3-4 Meter tiefer, bin ich also zur Ruhe gekommen. Bloß der Fuß, der unter dem ersten Baum eingeklemmt war, den hat es erwischt. Und ich konnte danach einfach nicht mehr vernünftig laufen. Bis zur nächsten Möglichkeit, das Zelt aufzubauen und Nacht zu verbringen, war es ungefähr eine Meile. Da habe ich ungefähr 3 Stunden für gebraucht. Dann habe ich mal die Nacht abgewartet, ein paar Schmerztabletten genommen, von wegen vielleicht wird es ja besser. Wurde nur leider nicht besser und dann habe ich am nächsten Morgen, also über einen Satelliten nur gerufen, den Hubschrauber gerufen. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber wenn du dringend Hilfe brauchst und dann kommt die Hilfe, das ist eine tolle Erfahrung. Es war dann also morgens um 11 soweit und da war für mich dann die Reise zu Ende. So erzählt. Ich habe mich hinterher gefragt, wie ist es eigentlich dazu gekommen, warum bin ich da gestolpert, hätte ich vorher schon stolpern können. Viele andere Leute sind an der Stelle vorbei und sind nicht gestolpert. Und ich denke, ich habe einfach an dem Tag zu viel gewollt. Ich habe mich nicht gut gekannt, ich habe nicht gewusst, was ich kann, was mein Körper kann, was ich leisten kann. Und ich war morgen zusammen gewesen mit einer Gruppe von Leuten, die ich gerne am Abend wieder gesehen hätte. Habe versucht, mit denen Schritt zu halten, das war zu schnell für mich. Ich habe an dem Tag zu viel gemacht, wollte zu weit kommen und war einfach über den Punkt hinaus, wo ich noch sinnvoll wandern konnte. Und die Erfahrung habe ich mitgenommen, die habe ich beim zweiten Mal mitgenommen. Und eine Sache, die ich beim zweiten Mal auf jeden Fall anders machen wollte, war zu sagen, dieser Gruppendruck, der da ist, zu sagen, du musst schnell sein, du musst dich weit bewegen, du musst auf jeden Fall ankommen, da mache ich nicht mit. Da muss ich irgendwie rauskommen und ich muss für mich einen Weg finden, dass ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Möglichkeiten und mit meiner Sportlichkeit, um die es eben nicht so gut bestellt ist, wie die von jemandem, der als 25-jähriger Triathlet sich da auf den Weg macht, wie ich da durchkomme. Und das war in den ersten Wochen für mich ein ganz großes Thema, denn da waren um mich herum ganz viele Leute, vor allem junge Leute in ihren 20ern, früh 30er, die einfach ganz fest das Ziel hatten, ich muss in Kanada ankommen. Also eine junge Frau hat das mir gegenüber so formuliert, wenn ich es nicht bis zur kanadischen Grenze komme, dann schaffe, dann komme ich mir vor, als ob ich versagt hätte. Ich meine,
jemand, der 4000 Kilometer läuft und anschließend die letzten 200 Kilometer vielleicht nicht gehen kann, weil dann Feuer ist oder weil es das Wetter nicht erlaubt, der kommt sich wie ein Versager vor. Da ist das verkehrt, fand ich. Ja, und da wird das gleiche Prinzip und das gleiche Hamsterrad-Dings auf etwas übertragen, was ja eigentlich einen rausbringen könnte, nicht? Ja, ich glaube, die Logik ist sogar umgekehrt. Echt? Und das habe ich in mir auch gespürt. Ich meine, ich bin auch ein Mensch, der in diesem Hamsterrad sehr lange gelebt hat. Und dir fehlt einfach die Vorstellung, dass es außerhalb von dem Hamsterrad was geben könnte. Hm. Und mir war das wichtig zu gucken, ob es da was gibt, was es da gibt und wie es für mich aussieht. Und andere Menschen haben einfach, haben es gar nicht in Frage gestellt. Also insbesondere jüngere Leute, denen dieses Hamsterrad ja noch nicht so zu schaffen macht. Ich meine, wenn du irgendwann in deinen 20ern bist, macht dir das ja auch Spaß, weil du kannst halt schneller laufen als vielleicht der 55-jährige Kollege. Und es tut ja auch gut, das zu sehen. Ne? Ich meine, deine Stärke ist ja jetzt nicht deine Erfahrung oder deine Reife, sondern deine Stärke ist einfach deine schiere Kraft in dem Alter. Und ich kann schon verstehen, warum Leute in dem Alter sagen, also pass mal auf, durchkommen ist alles, egal wie. Und wenn ich also von Anfang an jeden Tag Schmerztabletten schlucken muss, dann mache ich das gerne. Hauptsache, ich bin der Schnellste. Und kann diese Mentalität schon ein Stück weit verstehen. Aber ich wusste auch, wenn ich das genauso angehe, das endet im Desaster. Das hatte ich schon einmal erlebt. Und ich habe dann auch erlebt in den ersten 4 Wochen, wo ich mich sehr zurückgenommen habe, dass sehr, sehr viele von den Menschen, die also mit so einer Einstellung auf Teufel komm raus, geradeaus und durch, dass sehr, sehr viele von denen einfach aufgeben mussten. Mhm. Wegen allen möglichen Verletzungen. Verletzungen am Fuß, Verletzungen am Knie, Überlastung. Noch nicht so die psychischen Themen, das kam ein bisschen später, aber einfach körperliche Themen, wo sich einfach Leute mehr vorgenommen haben, als ihr Körper leisten konnte. Dann kommen die Signale von deinem Körper, die sagen, nee, so nicht und das geht nicht. Und wenn du ihn ignorierst oder mit Tabletten einfach ausschaltest, dann geht das vielleicht gut, wenn man sowas ein-, zweimal die Woche macht oder am Wochenende, aber das geht nicht gut, wenn du das jeden Tag machst. Genau. Und ich habe also sehr, sehr viele Leute getroffen, die mit Ermüdungsbrüchen im Mittelfuß nach Hause gegangen sind, mit Fersensporn, mit einige auch einfach mit ganz, ganz vielen Blasen an den Füßen, die sich dann zum Teil entzündet haben, einfach weil da so ein bisschen die Achtsamkeit und die Selbstfürsorge die zweite Priorität gekriegt haben hinter dem Hamsterrad. Ne? Ja, das führt mich zu der Frage, was war dieses Mal beim zweiten Mal dein Ziel? Offensichtlich nicht so schnell wie möglich von Kalifornien nach Kanada zu kommen, sondern was war dein Ziel? Also oder deine Intention, sagen wir es mal so. Also meine Intention war von Anfang an weniger diese Wandererfahrung. Ich weiß bis heute nicht, ob ich so gerne wandere. Als was mich interessiert hat, ist, was macht das mit mir als Mensch? Wie verändere ich mich da persönlich, wenn ich auf so einem Weg unterwegs bin? Und mir war klar, deshalb hatte ich mir diesen Weg auch ausgesucht, ich möchte diese Wildniserfahrung machen. Ich möchte einfach wissen, wie das ist, wenn ich da draußen bin, wenn ich da auf mich alleine gestellt bin, wenn ich allen möglichen Situationen begegne, die ich nicht kenne, sei es Schnee und Kälte über Nacht, sehr heiße Tage, also heißesten Tag hat man 43 Grad im Schatten oder war kein Schatten. Bären und Klapperschlangen, Gebirgsflüsse, die zu überqueren sind, auch wenn die Brücke im letzten Jahr abgebrannt ist. Also ich wollte diese Erfahrung machen und ich habe am Anfang nicht so richtig gewusst, was setze ich mir jetzt als Ziel. Ich meine, es ist ja naheliegend zu sagen, der Weg ist 2650 Meilen lang, also setze ich mir jetzt irgendein Meilenziel. Bloß ich wusste nicht, was kann mein Körper und ich wusste auch nicht, wie wird sich das entwickeln. Ich meine, du baust ja Konditionen auf, du veränderst dich ja sehr. Während so einer Zeit. Und ich habe eine Weile gebraucht, um mir ein Ziel zu setzen. Und was mir da sehr geholfen hat, das war also eine Biografie von einem Wanderer, der auch ungefähr so alt ist wie ich, der in Neuseeland unterwegs war. Und der geschrieben hat, also ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, ich habe das Zitat hier irgendwo liegen, die einzige Bedeutung, die der Endpunkt von diesem Wanderweg für mich im Alltäglichen hatte, war, dass er mir eine Richtung gewiesen hat. Dass er mir gesagt hat, morgens, in welche Richtung ich losgehen sollte. Und die Frage, wo das Ziel liegt und ob ich da jemals ankomme und ob ich das Ende erreiche, war für mich vollkommen irrelevant. Das habe ich mitgenommen und dann habe ich nach einigen Wochen
habe ich mir überlegt, was das für mich eigentlich heißt. Und ich habe gesagt, ich möchte diese Erfahrung machen, ich möchte sie so umfangreich machen, wie ich es nur kann. Ich hatte 150 Tage Zeit. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, ich möchte es schaffen, 150 Tage auch wirklich auf diesem Weg unterwegs zu sein. Also Ruhetage natürlich mitgerechnet. Und ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo ich nach 30, 50, 60, 90 Tagen einfach abbrechen muss, weil ich nicht mehr kann. Und nachdem ich mir das Ziel mal gesetzt hatte, das hat den Mindset verändert. Du bist halt nicht mehr unterwegs mit, ich muss jetzt heute möglichst weit kommen, sondern du bist unterwegs mit, was muss ich heute tun, dass ich morgen auch noch wandern kann. Und damit bin ich sehr gut gefahren. Ich bin letzten Endes, wie schon gesagt, 2500 Kilometer weit gelaufen. Das ist also so ungefähr zwei Drittel von dem Gesamtweg. Und mehr habe ich in der Zeit nicht geschafft. Schneller war ich nicht. Das ist aber auch okay, denn mein Ziel bestand nicht darin, möglichst schnell zu sein oder möglichst weit zu kommen. Mein Ziel bestand darin, die Zeit, die ich hatte, da draußen zu verbringen und die Erfahrung zu machen, die ich machen konnte. Und wenn ich jetzt nochmal losgehen würde, ich denke, jetzt wäre ich körperlich und auch sonst in der Verfassung, dass ich ganz gute Chancen hätte, auch den ganzen Weg zu schaffen. Aber das war in diesem Jahr für mich einfach nicht in den Karten. Und wenn ich mir das Ziel gesetzt hätte, dann wäre ich einfach nur enttäuscht worden. Und ich hätte das Ziel auch nicht verantwortlich setzen können, weil ich einfach nicht wusste, ist das was, was für mich erreichbar ist? Ist das was, was nicht erreichbar ist? Ich meine, du kannst dir immer irgendwas wünschen, aber sich ins Blaue rein was zu wünschen und sich ein vernünftiges Ziel zu setzen, sind einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge. So, was du damals auch beschrieben hast und ja jetzt eigentlich auch beschreibst, dass praktisch die Möglichkeit sich langsam steigert, dass du langsam hineinkommst und dann irgendwie so mit dir umgehen lernst, dass du weitergehen kannst. Hast du da irgendwie eine Technik oder so? Also ich bin jetzt ein bisschen auf materialistische Fragen. Später kommen wir noch zu der Erfahrung. Mindfulness oder redest du mit dir oder wenn das irgendwas weh tut, sagst du, jetzt höre ich auf oder jetzt mache ich trotzdem noch weiter oder so. Also gibt es da irgendwelche, wie soll ich sagen, irgendwelche Weisen, wie du mit dir umgegangen bist, dass du das geschafft hast, die Konditionen auch so aufzubauen. Du sagst, du läufst nicht unbedingt besonders gern. Das gehst nicht dahin wegen dem Laufen, sondern also, wie hast du dich da selber dazu gebracht, dass du das überhaupt hast machen können, dein Körper, ja? Dass er nicht gesagt hat, ach nee, jetzt fallen wir nochmal in ein Loch, ja, oder so. Ich möchte die Frage eigentlich in zwei Teile aufteilen. Das ist zum einen die Frage nach der Vorbereitung. Das ist zum anderen die Frage danach, wie geht's dir dann auf, wie ist es dir dann auf dem Trail tatsächlich während der Wanderung gegangen? In der Vorbereitung, ich meine, ich bin kein besonders sportlicher Mensch. Also ich habe jahrelang meinen Körper im Wesentlichen als Betriebsmittelzufuhr für meinen Kopf gesehen. Ich habe auch sehr kopflastig gearbeitet und war doch sehr erfolgreich. Und dann weiß man auch jetzt nicht unbedingt, warum man da jetzt was ändern soll. Insbesondere nicht, wenn man jünger ist und wenn der Körper das noch mitmacht. Und dann ging das also so los, so vor etwas über 10 Jahren, da habe ich meinen ersten Fuß gebrochen, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt, dann habe ich ein paar Mal eine Thrombose gehabt. Also es kam einfach so Warnsignale vom Körper, von wegen, du gehst nicht gut mit mir um. Und das habe ich schon irgendwie gehört, aber dann auch nicht unbedingt reagiert. Und dann ist mir vor 3, 4 Jahren klar geworden, dass ich in meinem ganzen Leben eigentlich noch nie was mit meinem Körper gemacht habe. Ich habe mich immer auf meinen Kopf verlassen, bin damit ganz gut durchgekommen. Und mit meinem Körper hatte ich eigentlich nie irgendwas gemacht. Und das ist so ein bisschen, ich habe zu dem Zeitpunkt Samuel Koch kennengelernt. Das ist so ein bisschen die umgekehrte Geschichte, die er hatte, der sehr aktiver Sportler war, Turner und alles Mögliche. Und dann bei dieser Wette bei Wetten, dass alles das, was sein Leben bestimmt hat, verloren hat und mit seiner Querschnittslähmung jetzt im Rollstuhl sitzt und jetzt sich die Frage stellt und beeindruckende Antworten darauf findet, wie ich finde, was kann ich jetzt, der Mensch, der ich jetzt bin, was kann ich jetzt tun in diesem Leben? Nicht? Und mir ging es ein bisschen umgekehrt. Ich hätte alle Möglichkeiten, aber gar nichts damit getan. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich denn mit meinem Körper eigentlich noch machen? Und ich meine, ich hatte als Kind hatte ich immer den Traum, mit dem Schlauchboot durch den Grand Canyon zu fahren. Und mir war klar, das geht nicht mehr. Ich habe also meinen Bandscheibenvorfall gehabt, solange wie man in so einem Schlauchboot sitzen muss, das kann ich nicht mehr. Und brauche gar nicht versuchen. Also das geht nicht. Aber wann dann geht. Und dann hatte ich, ich gebe das gerne zu, die anderen Wanderer, die das hier vielleicht hören, die werden jetzt die Augen verdrehen.
Ich war einer der ersten Leser von Wired, als es damals rauskam, von Gerald Strayed, das Buch, was ja später auch verfilmt worden ist, mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle. Und die hat da auch beschreibt, wie sie auf diesem Pacific Crest Trail unterwegs war, wie das ihr Leben verändert hat. Und das Buch habe ich also gelesen vor ungefähr 10 Jahren. Und das Einzige, was mir klar war, ist never fucking ever, sowas mache ich nie. Das kam überhaupt nicht in Frage. Die Veränderung hat mich interessiert. Diese Idee, ich muss da jetzt irgendwo rausgehen und ich muss mich da körperlich betätigen, die waren zutiefst suspekt. Na, dann war ich halt nach meinem Bandscheibenvorfall und habe mir überlegt, naja, also wenn du mit deinem Körper in diesem Leben noch was machen willst, dann ist langsam Zeit. Denn du kriegst die Warnsignale, du wirst nicht jünger und du solltest vielleicht nicht warten, bis du in Rente gehst und dann sagen, naja gut, mit 67, da fängt das Leben dann an, dann mache ich alle schönen Dinge, sondern wenn du da irgendwas tun willst, dann bald. Und ich habe mir dann, also ich habe das Glück gehabt, dass ich über einen Freund einen sehr, sehr guten Sporttherapeuten kennengelernt habe, zu dem ich dann hingegangen bin und gesagt habe, also ich würde da einfach an der Stelle gerne mein Leben ändern. Ich möchte mein Verhältnis zu meinem Körper ändern. Ich möchte eine bessere Haltung entwickeln und vielleicht möchte ich auch mal eine ganz lange Wanderung machen. Kannst du mir da helfen? Und er sagte, ja klar, brauchst ein bisschen Zeit. Also so ein Jahr brauchst du schon in deinem Alter, bis du da an dem Punkt bist. Aber ich kann dir da helfen, dazu trainieren und ich kann dir sagen, wo es ankommt. Und dann schauen wir mal. Und das habe ich dann also auch gemacht. Ich habe also da mit jemandem gearbeitet, der mir da einfach körperlich helfen konnte. Und bin da auch wirklich extrem gut mitgefahren, muss ich sagen. Ich hatte vorher noch nie was über Lauftechniken gehört, dass man seine Füße auch anders stellen kann, als man es jeden Tag tut. Das fand ich erstmal interessant. Habe dann tatsächlich sehr viel gelernt, habe nach über 30 Jahren mit Einlagen, die ich immer getragen habe, gelernt, wieder ohne Einlagen zu laufen. Habe gelernt, was ich tun kann, um meine Knie beim Bergabgehen zu schonen oder was ich eben umgekehrt tun kann, um sie besonders zu belasten, um einfach auch zu gucken und zu lernen, wie reagiert mein Körper, was habe ich da? Ich habe so ein bisschen Sensibilität einfach gelernt dafür, was mein Körper braucht und was auf solchen Wanderungen dran sein könnte. Und das ist mir also extrem gut bekommen. Ich habe auf der ganzen Wanderung keine ernsthaften körperlichen Beschwerden mit meinen Beinen gehabt. Ich habe in 150 Tagen genau eine Blase gehabt und die war zwischen den Zehen. Wenn du losläufst, dann tut erstmal alles weh. Aber irgendwann hatte ich auch gelernt zu unterscheiden zwischen Muskelkater, der einfach völlig normal ist, wenn du eine Bewegung machst, die dir jetzt nicht so vertraut ist. Und Zerrungen, Dehnungen, Schmerzen, die aus dem Körper kommen, die einfach notsignal sind und die heißen, du tust dir was du ganz und gar nicht tun solltest, hör bitte sofort damit auf. Und ich meine, was dann so passiert, das geht eigentlich so in drei Phasen, vier Phasen. So die erste Phase auf dem Weg, wenn du losgehst, so die ersten 14 Tage, dann nimmst du massiv ab. Das ist so die erste körperliche Veränderung. Ganz einfach deswegen, du brauchst unglaublich viele Kalorien. Die Leute streiten sich so ein bisschen darüber, wie viele es wirklich sind. Die Zahlen gehen so zwischen 4.000 und 6.000 hin und her. Aber es ist jedenfalls wesentlich mehr, als man so normalerweise isst. Und deine Essgewohnheiten sind deine Essgewohnheiten. Du verbrauchst auf einmal wesentlich mehr, also nimmst massiv ab. Also bei mir waren das etwa 10 Kilo in 2 Wochen. Oh. Und so nach 2 Wochen setzt dann der Appetit ein. Es läuft unter dem schönen Stichwort Heikehanger und du kannst eigentlich den ganzen Tag essen. Und im Gegensatz zu vielen Diätplänen, die man so macht, darfst du auch den ganzen Tag essen, weil du brauchst es einfach. Ja? Du fängst an zu optimieren, wie viele Kalorien kriege ich denn jetzt unter in den 700 oder 800 Gramm Nahrung, die ich für einen Tag tragen kann. Und wenn ich jetzt statt Schokolade Olivenöl mitnehme, dann geht ja noch ein bisschen mehr. Das ist also ganz interessant, da stellt sich also das Denken fokussiert einfach erstmal für eine ganze Zeit rum, wie kriege ich jetzt was zu essen. Ja? Und dann so nach 4 Wochen, 6 Wochen, da kommt die zweite Umstellung, da hört man mit dem Muskelkater auf. Da ist der Körper so weit, dass er sich daran gewöhnt hat, dass diese Belastung jetzt offenbar jeden Tag kommt und du bist einfach von deinem biologischen Gleichgewicht in der Lage, das auch ganz gut zu tragen. Und du kriegst schon noch mit, dass so eine Spannungskurve im Tag drin. Und bei mir war das dann so, dass es so nach 15 Kilometern vielleicht einsetzte, 15, 20 Kilometer laufen, wo dann einfach die Fußsohlen anfangen weh zu tun und wo also auch andere Stellen vom Körper einfach signalisieren, also jetzt reicht es aber irgendwann mal. Aber das sind so diese Arten von Schmerzen, die du vielleicht auch aus dem Training kennst, wo du einfach sagst, das sind Wachstumsschmerzen, ja?
Also da muss ich jetzt gucken, ich darf es jetzt nicht mehr übertreiben, ich darf es nicht mehr beliebig viel machen, aber ich sollte schon noch so ein bisschen über diesen Punkt rauspushen. Und wenn ich das tue, dann komme ich auch weiter. Dann kommt eine Phase, das bleibt dann auch so. Das bleibt eigentlich über die ganze Reise so. Und immer bei 15 Kilometern ungefähr? Ist es so wie so eine Gewohnheit, dass der Körper das hat? Und also für mich war es so 15, 20 Kilometer. Das war so eine Distanz, die ich vorher problemlos zurücklegen konnte, wo ich jetzt auch nicht groß drüber nachgedacht habe, vielleicht nicht mit einem schweren Rucksack, aber das war so das, wo ich dran gewohnt war. Und an der Stelle fing das dann für mich an, dass der Körper sagte, oh, jetzt forderst du aber was von mir, was ich noch nicht kann. Mhm. Bei manchen anderen Leuten lag dieser Punkt ganz woanders. Also extrem, weil ich habe einen getroffen, der hatte vor, diese drei großen Wanderwege in einem Jahr zu machen. Das heißt, da bist du in einem Jahr dann, was ist es denn, ich glaube knapp 10.000 Meilen unterwegs. Nee, 10.000 ist nicht, sind es nicht ganz, also 6.000, 7.000, sowas in der Art. Und er lief also ungefähr 80 Kilometer am Tag. Oh. Und bei dem kommt dieser Punkt natürlich viel später, ist ganz klar. Und bei mir war es auch so, dass ich über die Zeit dieser Punkt, wo ich einfach merkte, na jetzt wird es anstrengend, der hat sich rausgeschoben von Tag zu Tag. Und auch über die ganze Zeit habe ich da also immer noch weiter aufbauen können. Mein längster Einzeltag waren jetzt insgesamt 27 Meilen, also über 43, 44 Kilometer. Das hätte ich am Anfang sicher nicht gekonnt. Am Ende ging das ganz gut. Und ich denke, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, dann würde dieser Punkt auch am Anfang nicht bei 15, 20 Kilometer kommen, sondern vielleicht, keine Ahnung, am ersten Tag bei 25 oder 30. Wahnsinn. Das heißt, du konntest es erst aufbauen, als du noch zu Hause warst, deinen Körper vorbereiten, fit machen und konntest dann davon profitieren. Wahrscheinlich die anderen, die in den Füßen voller Blasen hatten, die haben wahrscheinlich diese Vorbereitung nicht gehabt. Wenn du sagst, dass man auch anders gehen lernt. Ja. Interessanterweise, kann man so vermuten, stimmt aber interessanterweise nicht. Mhm. So, die Leute, die relativ früh mit gesundheitlichen Beschwerden einfach ausgeschieden sind, da waren noch sehr viele dabei, die sehr sportlich waren. Mhm. Triathleten, Ultramarathonläufer. Also Leute, wo du eigentlich sagen würdest, die kommen mit ganz anderen Voraussetzungen, als ich das gemacht habe. Und das war auch sicherlich so. Bloß, ich glaube, dass das Wichtige und das Spannende ist, was du tust, wenn du einfach das Signal bekommst, jetzt wird es anstrengend, jetzt wird es langsam gut. Da kannst du, also wie schon gesagt, du kannst dann entweder sagen, gut, jetzt mache ich noch ein bisschen was und sehe dann zu, dass ich dann irgendwann zur Ruhe komme. Das ist so das, was ich versucht habe zu machen und dann einfach zu schauen, dass ich diesen Punkt rausschieben kann, wie weit ich gehen kann. Du kannst in dem Moment eine Schmerztablette schlucken. Sag mal, jemand, der an Wettkämpfe gewöhnt ist, der macht das. Mhm. Denn wenn ich einen Wettkampftag habe und an dem Tag muss halt alles passen, anschließend kann ich mich 3 Wochen erholen, dann ist es auch kein Problem, wenn ich mich an dem Tag so überlaste, dass ich anschließend 3 Wochen Ruhe brauche. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, die sagen, also es interessiert mich nicht, was da von meinem Körper kommt, der muss halt funktionieren. Und von daher, ich glaube, diejenigen, die relativ früh rausgefallen sind, da gab es natürlich Leute, die einfach schlecht vorbereitet waren. Ich glaube aber, die größere Zahl waren Menschen, die einfach an der Stelle nicht besonders achtsam mit hier umgegangen sind. Mhm. Und gerade wenn sie aus dem Profisport sind, dann ist es ja oft so, dass sie sowieso ihre Grenzen nicht wahrnehmen, sondern die eben überschatten sozusagen mit anderen, mit Drogen oder sonst irgendwas, nicht? Also kann ich jetzt nicht so beurteilen. Mhm. Ich kenne selber nicht so viele Profisportler, aber könnte schon sein, ja. Wie viele Leute trifft man denn da? So, du redest jetzt von vielen. Das klingt ja, als wärst du den ganzen Tag, wäre das da Bewegung da auf dem Pfad. Also das ist geregelt. Auf den gesamten Weg aufmachen dürfen sich 50 Leute pro Tag. Einfach aus Rücksicht auf die Natur, auf die Umwelt, auf die Möglichkeiten, die es da gibt. Und das heißt, wenn du eine Wandersaison hast, wo zweieinhalb Monate lang Menschen losgehen können, dann sind es pro Monat 1.500 Leute. Das heißt, so ungefähr 5.000 Leute können sich im Jahr auf den Weg machen. Das klingt erstmal sehr viel, aber das verteilt sich natürlich auf eine irre Distanz. Am Anfang gab es Tage und auch zwischendurch gab es Tage, wo du recht viele Leute gesehen hast, wo du 20, 30 Leute gesehen hast, die auf dem gleichen Weg unterwegs waren wie du. Ich habe aber auch Tage gehabt, wo ich den ganzen Tag niemanden gesehen habe. Und klar, wenn man in der Nähe von irgendwelchen Städten ist, was Amerikaner sehr gerne am Wochenende machen, ist, ihren Rucksack mitnehmen, einen Tag lang rauswandern, in der Wildnis übernachten und dann wieder einen Tag lang zurückwandern.
da trifft man sehr viele Wochenendwanderer. Mhm. Wenn man ein Stück weit weg ist von den Städten, dann hat man die Gegend für sich. Ja, schön. Also meine Schwester macht sowas auch, Wochenendwandern auf irgendeinem Berg hoch. Die ist in Kalifornien. Mhm. Und muss ja sehr schön sein. Sie schickt manchmal so Bilder. Es ist klasse. Aber ich glaube, ich mache das doch nicht. Lieber nicht. Ich bin eher faul. Ich wäre eine Couchkartoffel. Ja, du hast letztens irgendwas, so ein schönes Erlebnis erzählt. Ich will dich überhaupt fragen, welche besonderen Erlebnisse rausstachen, aber was ich mich erinnere, dass es da eine Stelle gibt, wo Leute Wasser hinbringen für die Wanderer. Einfach so, hast du gesagt, und dass du da so berührt davon warst, dass es Menschen gibt, die einfach für andere sorgen, obwohl sie die überhaupt nicht kennen. Also da gibt es, das hat auch einen schönen Namen, das heißt Trail Angels, Trail Engel. Und das hat Tradition und das, was die machen, hört auf den schönen Namen Trail Magic. Und es bedeutet einfach, du kommst um die Ecke an irgendeiner Stelle und da ist jemand, der, ohne dass er da jetzt eine Gegenleistung erwartet, also weder finanziell noch sonst wie, der dir einfach irgendwas gibt und irgendwas Gutes tut und irgendwas schenkt. Manchmal sind das Leute, die eine Stiege Äpfel dabei haben. Und einfach jedem einen Apfel schenken, der vorbeikommt. Das ist so am einfachen Ende. Ganz wichtig sind Menschen, die an Stellen, wo es sehr, sehr wenig Wasser gibt, einfach Wasservorräte unterhalten. Und das ist dann auch auf den Karten verzeichnet, dass man einfach weiß, also an der Stelle gibt es jemanden, der einfach Wasser da bevorratet für Menschen, die da vorbeikommen. Und am anderen Ende von dem Spektrum sind also Leute, da kommst du um die Ecke vielleicht an eine Querstraße und da stehen dann so 4, 5 Zelte nebeneinander aufgebaut, sieht fast aus wie auf dem Stadtfest. Und komplette Grillstationen mit Burgern und Salaten und kaltem Bier und Getränken und was weiß ich nicht alles. Also so dieses ganze Spektrum ist da und es sind einfach Menschen, das sind Überraschungen, meistens weißt du das nicht im Vorhinein, kommt was, kommt nichts. Und es sind einfach Menschen häufig, die selber mal gewandert sind, die das erfahren haben und sagen, ich möchte was zurückgeben. Oder auch Menschen, die einfach örtlich da wohnen und die sagen, dass ihr hier bei uns vorbeikommt, das bringt in meinen Ort mit 3000 Einwohnern so ein kleines bisschen große, weite Welt und das finde ich gut und da möchte ich einfach dran teilhaben. Und wenn ich selber schon nicht wandern kann oder nicht wandern will, weil ich eine Couch-Potato bin vielleicht, dann möchte ich euch wenigstens kennenlernen. Das sind auch Menschen manchmal, aus denen so eine gewisse Sehnsucht spricht. Also einer ist mir begegnet, der hatte einen Tisch aufgebaut mit allem möglichen Obst an einer Stelle und hat sich also gefreut, wenn die Leute dann ein bisschen da blieben und sich mit ihm unterhielten, der saß im Rollstuhl. Und für den war es nicht möglich, selber zu wandern, aber der war gern in der Natur, ein älterer Mann, der früher auch viel gemacht hat und der einfach sagte, das ist für mich eine Möglichkeit, wenn ich schon selber nicht mehr kann, einfach daran teilzuhaben, was andere Menschen erleben und ich möchte es einfach mitbekommen. Also da gibt es unterschiedlichste Motivationen, aber es gibt einfach Leute, die das machen. Und ich sage mal, das ist auch so ein bisschen amerikanische Mentalität. Ich war an einer Stelle, war ich mit einer Gruppe von Deutschen. Wir sind also zu so einer Trail Magic gekommen und die haben also eine von den aufwendigeren Sachen. Also es gab halt mehr oder weniger ein volles Essen. Und dann guckt mich diese andere Deutsche an und sagt, wir sind doch noch nicht mal arm, warum machen die das? Also diese deutsche Haltung, wenn ich jemandem was zugutekommen lasse, dann muss das schon jemand Ärmeres sein. Also jemand, der möglicherweise sogar reicher ist als mir, dem schenke ich doch nichts. Das ist den Amerikanern eher fremd. Da geht es dann eher darum, also da sind Leute unterwegs, die was ganz Besonderes tun. Ich möchte meinen Anteil dran haben, ich möchte ihnen was Gutes tun. Und mir ist furchtbar egal, das sind jetzt echte Beispiele, ob sich es bei den Menschen, die mir da begegnen, um Obdachlose handelt, die halt hier auf einem Wanderweg in der Natur unterwegs sind, weil sie das einfach deutlich schöner finden, als in San Francisco auf der Straße zu sitzen. Oder ob das der Generalbundesanwalt von Florida ist, der auf dem gleichen Weg in der gleichen Art und Weise unterwegs war und äußerlich in nichts zu unterscheiden war von den Menschen, die ansonsten ihr Leben als Obdachlose in San Francisco verbringen. Das ist eigentlich des Schenkens wegen, nicht? Des Teilens wegen machen sie das dann. Also das Teilen, was ich habe, gebe ich gerne und ganz egal wer. Aber ich meine, allein wenn ihr da vorbeifahrt, lauft, ihr braucht es ja in gewisser Weise auch. Ne? Ihr könnt ja nicht frische Erdbeeren oder was der Teufel was so in Mengen mitbringen. Insofern tun sie euch ja was Gutes.
Also aber brauchen in dem Sinne. Du kannst sehr gut ohne frische Erdbeeren leben. Und mit frischen Erdbeeren ist es schöner. Genau. Ja? Und ich meine, so eine Sache, also ein Beispiel, was mir da ganz besonders im Kopf geblieben ist, das war, glaube ich, in Quincy. Ein kleiner Ort und da gibt es einen Spielwarenladen. Und dieser Spielwarenhändler ist geschäftstüchtig. Der hat rausgekriegt, dass die meisten Kinder, die Spielzeug kaufen oder Spielzeug haben wollen, auch gerne Eis haben wollen. Und er hat also in seinem Spielzeugladen einen Eisstand aufgemacht, ne, schon seit vielen Jahren. Und irgendwann, der war auch so jemand, der gesagt hat, also ich finde das toll, dass diese Wanderer bei uns in den Ort kommen und ich möchte die Leute kennenlernen, ich möchte mit denen was zu tun haben. Und er hat einfach bekannt werden lassen, also wenn hier ein Wanderer zu mir kommt, der kriegt ein Eis umsonst. Und das macht er also schon seit vielen Jahren. Und dann kam vor 6, 7 Jahren, kam dieser Film raus, ist dieses Buch von Cheryl Strayed, von dem ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, verfilmt worden. Und da ist die Zahl der Wanderer explodiert. Da ging also die Zahl der Menschen, die in diesem Ort vorbeikommen, ging hoch von 30, 40, 50 im Jahr auf vielleicht 500, 600.000 im Jahr. Und dieser Spielwarenhändler hat sich angeguckt und hat gesagt, also jetzt wird das langsam alles ein bisschen teuer mit meinem Eis hier. 600.000 hast du gesagt? 1.000, 600 bis 1.000, ah ja, okay, genau. Der Spielwarenhändler hat sich halt überlegt, also irgendwie, das wird jetzt alles ein bisschen teuer und das kann ich jetzt so nicht mehr, was mache ich denn? Und hat in seinem Ort rumgefragt, und jetzt legen die Leute da zusammen, damit er sich Eis kaufen kann, das er dann verschenken kann an Leute, die da als Wanderer durchkommen. Weil ich meine, das ist so eine Geschichte, die mich einfach beeindruckt. Das ist eine Kleinigkeit am Rande, aber am Ende des Tages ist es dann halt doch keine Kleinigkeit. Und ich glaube, was du gesagt hast, da geht es darum, einfach was weiterzugeben an Menschen, die sich darüber freuen. Einerseits und andererseits geht es aber auch darum, du bekommst ja auch was zurück als derjenige, der was schenkt. Meistens Geschichten und du bekommst halt Geschichten aus ganz anderen Lebensumfeldern, ganz anderen Teilen der Welt, als du die sonst zu hören bekommst. Und das ist ein sehr spannender Austausch. Das ist fast so ein bisschen wie früher, nicht? Wenn die Wanderer die Neuigkeiten übertragen haben in ferne Lande, wo es ja noch kein Internet und nichts dergleichen gab. Ja. Sag mal, wie war das eigentlich in Deutschland mit Corona? Wart ihr auch so gespalten über die Frage nach Masken tragen oder nicht Masken tragen, wie wir das hier in Kalifornien waren? Also ich bin ja nicht in Deutschland. Also. Nein, aber das war so eine von den Fragen, die ich wieder und wieder gestellt bekommen habe. Und dieses Nachrichten tragen in andere Teile der Welt, ich meine, das übernimmt Google schon für dich oder YouTube oder sonst was. Aber so die Frage, wie geht es den Menschen mit dem, was in den anderen Ländern passiert, die Frage habe ich sehr, sehr oft gestellt bekommen und auch natürlich dann beantwortet. Und ich meine, klar, ich bin da als Deutscher unterwegs in größtenteils Kalifornien und ich glaube, 2/3 der Kalifornier haben ihren Bundesstaat nie verlassen. Das heißt, ich bin da einfach jemand, der schon auch ein Botschafter aus einem fremden Teil der Welt ist oder aus einem anderen Teil der Welt ist und bringe da vielleicht jetzt weniger die neuesten Nachrichten mit, aber ich bringe sehr wohl das mit, was man hier so denkt, was man hier so fühlt, wie man hier mit Dingen umgeht. Und das ist interessant. Geht ja umgekehrt ganz genauso. Ja, natürlich. Man hört ja auch gerne, was die Leute dir erzählen, nicht? Ja, natürlich. Hast ja auch viel erfahren. Was war denn die schönste Geschichte oder die schönste, was dir jetzt gerade so kommt, die du gehört hast von den Menschen, die du getroffen hast? Oder was Beeindruckendes, was dir noch hängen geblieben ist? Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil die berührenden und die beeindruckenden Geschichten sind auch sehr persönlich. Und ich meine, wenn ich dir hier ein Interview gebe und über mich was erzähle, dann ist es meine Entscheidung, wie viel ich von meinem Leben preisgebe. Ich möchte nicht zu viel von anderen Leuten erzählen. Ich kann eine Sache erzählen. Es war ein Trail Angel in einer kleinen Stadt, bei dem ich war zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Wanderin unterwegs. Und wir zwei waren auf der Suche nach einer Möglichkeit zu übernachten. Und der hatte also in der entsprechenden App, mit der da fast alle Wanderer unterwegs sind, hatte der gesagt, also ihr könnt mich anrufen, wenn ihr einen Platz braucht zum Übernachten. Ich stelle was zur Verfügung. Das haben wir dann gemacht, haben ihn angerufen und der sagt, ja, ihr könnt bei mir im Vorgarten zelten und ihr könnt meine Dusche benutzen. Alles gut. Kommt einfach vorbei. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir so langsam gelernt, wer das war, bei dem wir dann waren. Das war also jemand, der in einem subventionierten Haus wohnt. Also ich weiß gar nicht, wie man das bei uns nennt. Wahrscheinlich wäre es Wohngeld.
Und der also selber recht wenig hatte, der eine sehr einfache Stelle hatte, der selber auch schon mal sich auf den Weg gemacht hat, aber nicht sehr weit gekommen war, der so ein, zwei, 300 Meilen weit gekommen war und der, sag ich mal, auch mit seiner körperlichen Verfassung jetzt sicherlich in der nächsten Zeit nicht in der Lage war, sich da auf den Weg zu machen und sich auf die Wanderung zu machen. Und wir haben ihn dann gefragt, sag mal, seit wann machst du das? Und er sagt dann, ja, also ich bin jetzt seit über 15 Jahren dabei, hier also in irgendeiner Form Wanderer zu unterstützen. Und er hat also auch von der entsprechenden Organisation schon mal einen Preis dafür gekriegt für sein langjähriges Engagement. Und er hat dann auch in seinem Haus stehen gehabt. Und dann erzählte er uns, dass er sich also Sorgen machte, dass er sich Sorgen machte, weil, also wie schon gesagt, sein Haus, er kriegte so eine Art Wohngeld. Und in Amerika ist das offenbar so, wenn man in so einer Situation ist, dann kommt hier wieder die Behörde vorbei und kontrolliert, ob man das denn auch alles, sein Haus anständig pflegt und in Schuss hält. Und jetzt hatte er ja auch noch immer wieder Gäste im Haus, also durch diese Wanderer. Und er machte sich halt Sorgen darum, wie diese Inspektion ausgehen würde, die 3 Tage in der Zukunft jetzt anstand. Und dann kamen wir zu dem Haus und haben uns das angeschaut. Und so unser erster Eindruck war, so ein bisschen aufräumen könnte man hier wahrscheinlich schon. Das wird der ganzen Sache ganz gut tun. Und ich meine, wir haben uns angeguckt, wir zwei haben gesagt, komm, dem helfen wir jetzt, da machen wir was. Und haben ihn dann gefragt, was brauchst du denn und was kann man denn machen? Wir waren dann abends erstmal alleine und haben dann da also aufgeräumt, ein bisschen geputzt, Kühlschrank ausgeräumt. Und dann hatten wir einen Mann vor uns, der also in tiefer Dankbarkeit dann einfach war von wegen, ich hätte das selber nicht gekonnt, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich anfangen sollte. Und vielen Dank, dass ihr das für mich gemacht habt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten wir jemanden vor uns, der uns gerade seinen Vorgarten angeboten hatte zum Übernachten, bei dem wir also duschen konnten, frisches Handtuch gekriegt haben, ohne dass da irgendeine Frage im Raum stand, von wegen, was bekomme ich denn jetzt dafür? Und das andere war, und das war ein Mann, der von sich aus sicherlich auch nicht gefragt hätte. Der also nicht jemand war, der jetzt sagt, also pass auf, ich helfe euch Wandern ja gerne, aber ich brauche jetzt auch mal was von euch. Sondern der ganz offensichtlich darauf gewartet hatte, dass ihm das jemand anbietet. Und es war so eine Situation, wo ich gedacht habe, ich komme hier mit Menschen zusammen, die in der Art und Weise, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen, wie sie auch für sich sorgen, wie sie um Hilfe fragen können, ganz woanders stehen, als ich das tue. Und das sind trotzdem Menschen, die sagen, ich möchte dir was beitragen, ich möchte meinen Teil tun, die mir ganz viel geben. Und ja, das hat mir einfach nochmal eine andere Sensibilität dafür gegeben, welchen Menschen ich da begegne. Ich meine, vorhin schon erzählt von einem Spielwarenhändler, der dann da sein Eis im Hintergrund hatte. Das war sicherlich auch eine sehr beeindruckende Begegnung. Gibt auch viele Begegnungen mit anderen Wanderern. Ich meine, fast jeder, der da unterwegs ist, hat natürlich das, sag ich mal, das sportliche Ziel, da jetzt möglichst weit zu kommen. Aber fast jeder hat auch irgendeine andere Frage, wegen der unterwegs ist. Sei es, dass eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, dass ein beruflicher Umbruch ansteht, dass eine Neuorientierung dran ist nach dem Studium und man nicht weiß, was weitergehen soll. Also die meisten Leute haben auch, bringen auch noch ganz andere Fragen mit, die, sage ich mal, so beim normalen Zelten am Lagerfeuer und vielleicht, wenn man gemeinsam das ein oder andere Bier zu viel trinkt, die dann erstmal nicht zur Sprache kommen. Aber wenn man sich dann ein bisschen besser kennenlernt, dann ist das häufig sehr erstaunlich, was Menschen in Geschichten dabei haben. Ja, das glaube ich. Was hat es denn für deine Seele gebracht, beziehungsweise was hat die daraus gelernt? Was hat sich da verändert? Wie war der Seelenweg? Kommen die schwierigen Fragen. Du brauchst ja nicht in aller Haarschaft Kleinigkeit beantworten, aber was erkennst du an dir, das sich geändert hat? Weißt du, Vielleicht von ich habe vorhin davon Gedankensystem. gesprochen. Ich habe vorhin davon gesprochen, was sich körperlich verändert hat und dass das so einen gewissen zeitlichen Rhythmus hat. Und wenn du mit den, wenn dein Körper erstmal so weit ist, dass das mit dem Wandern schon geht, dann kommt so die zweite Phase. Und die zweite Phase ist diese Phase, wobei vielen die Frage im Vordergrund steht, was mache ich hier eigentlich? Ja? Das ist langweilig, das ist heiß, das ist unbequem, meine Familie sitzt zu Hause, was soll das denn eigentlich alles? Ich muss so ein Idiot gewesen sein, dass ich mir überhaupt das auf den Weg gemacht habe. So ein bisschen. Die Fragen nach dem Sinn und was soll das alles, die kommen dann bei sehr vielen. Und diese zweite Phase, das sind meistens nochmal so 6 bis 8 Wochen,
An deren Ende fahren nochmal viele nach Hause und sagen, also ich habe das jetzt gesehen und das, was ich hier mache, das will ich eigentlich nicht. Und ich sage mal, bis zu dem Punkt passiert mit der Seele wenig. Erst wenn du da durch bist, und wenn dein Verstand freigibt von wegen, ja, du darfst das und du kannst das und du machst das jetzt und das ist jetzt einfach dran, erst dann fängt die Seele eigentlich an, was von der ganzen Reise mitzunehmen. Und es gibt, ich meine, die Frage ist sehr vielschichtig und ich könnte jetzt sehr viel darauf antworten, aber ich glaube, so die Erfahrung, mit der ich am wenigsten gerechnet hätte und die im Nachhinein für mich auch die nachhaltigste ist, ich habe da oben eine unglaubliche Freude erfahren. Das Leben ist ja sehr einfach einerseits und sehr hart andererseits. Ich meine, du machst nichts anderes als laufen, essen, schlafen. Und umgekehrt setzt du dich halt auseinander mit allen möglichen Widrigkeiten in deiner Umwelt, die zumindest mir in meinem alltäglichen Leben nicht begegnen. Ich bin selten bei schlechtem Wetter draußen. Bin schon gar nicht oberhalb der Baumgrenze und renne von dem Gewitter davon. Und weiß nicht so recht, wie ich mich da jetzt schützen soll. Bären und Klapperschlangen kommen in meiner Schwäbischen Alpheimer Tier, die ich da aus dem Fenster sehe, auch nicht so richtig oft vor. Ich bin nicht bei minus 8 Grad in dem Zelt und ich bin auch nicht bei plus 40 Grad in dem Zelt hier. Ich habe hier mein Bett und ich habe meine Heizung und ich kann das Fenster aufmachen. Von daher, so diese Mischung aus einerseits sehr einfach und andererseits sehr hart. Ich glaube, das Wort, was mir am ersten dazu einfällt, ist, das ist ein Spielplatz für Erwachsene. Wenn du zurückdenkst so an die Erfahrung auf dem Kinderspielplatz, wenn du auf einen neuen Kinderspielplatz gehst, da gibt es immer Geräte, die kennst du schon. Ja? Und dann stürzt man sich erstmal auf die Schaukel oder aufs Karussell oder auf die Rutsche oder was weiß ich, was das ist und weiß, was man da tun kann. Und das ist schön, weil das ist spannend und das sind Dinge, die kennt man schon. Und dann gibt es meistens irgendwas, das ist neu. Vielleicht ist das die Seilbahn oder irgendwas anderes und da traut man sich erstmal nicht ran. Und dann guckt man sich das mal genauer an und schaut mal, was die anderen Kinder da so machen. Und dann versucht man es auch mal. Und wenn das dann klappt, das ist klasse. Das ist so richtig klasse. Und irgendwann wird man dann auch mutig und fängt zu experimentieren an. Vielleicht ist das die Rutsche. Und das ist dann der Tag, wo ich zum ersten Mal die Rutsche nicht runterrutsche, sondern hochklettere. Ja, ich fange einfach das Spielen an. Ich versuche mal die Grenze zu schieben. Was geht denn hier? Was kann ich denn hier machen? Und wie weit kann ich denn gehen? Und was passiert da? Und alles das gibt es da oben auch, nur dass ich natürlich nicht auf Rutschen, Karussells und sonst was unterwegs bin, sondern dass die Herausforderungen ganz andere sind. Und dann gibt es was da oben, deswegen sage ich Spielplatz für Erwachsene, das gibt es auf dem Kinderspielplatz nicht. Auf dem Kinderspielplatz sind nämlich überall Geländer und da ist Sand unten drunter und da sitzen ein paar Mamis am Rand. Und wenn ich dann irgendwas ganz Dummes mache, wenn ich jetzt meine Eisenschippe hinter dem anderen Jungen hinterherwerfe, um mal zu gucken, wie der reagiert, dann gibt es irgendeine Mami, die sagt, das geht nun aber gerade gar nicht. Oder wenn ich von irgendeinem hohen Klettergerüst versuche, runterzuspringen und das ist eben nicht sicher, dann gibt es da auch entweder ein Geländer, das mich davon abhält, oder es gibt irgendjemanden am Rand, der sagt, tu das nicht. Also auf dem Kinderspielplatz passen andere Leute auf mich auf. Da draußen muss ich meine Grenzen selber setzen. Da ist niemand, der auf mich aufpasst. Und ich muss meine Grenzen setzen. Ich muss gucken, wie weit kann ich gehen, wie weit will ich gehen, was ist für mich gut. Und meine Grenzen können ganz andere sein als die von dem Menschen, der neben mir läuft oder der vor mir herläuft. Ich habe das ganz besonders gemerkt, als ich auf Schnee unterwegs war. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben in Summe 10 Zentimeter Schnee gesehen. Und ich war da unterwegs mit Österreichern, die also von Kindheit an daran gewöhnt sind, in den Bergen, auf dem Schnee, über Gletscher, bei Lawinengefahr, sonst wo rumzuturnen und einfach wussten, wie verhalte ich mich da, was tue ich da, und die da gar nicht drüber nachdenken mussten. Und natürlich sind unsere Grenzen dafür, was mache ich im Schnee, ganz andere. Und wenn ich deren Grenzen übernommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich abgestürzt. Und ich meine, ein Stück weit, das ist das, was ich meine mit Spielplatz für Erwachsene. Du musst dir deine Grenzen selber setzen und du kriegst da auch von der Umwelt erstmal relativ wenig Hilfe. Kannst du dich fragen, die anderen Menschen, die dir begegnen, aber im Großen und Ganzen bist du für dein Leben und für dein Wohlergehen da oben vollständig selber verantwortlich. Und das macht was mit dir. Das lehrt dich zu unterscheiden zwischen den Dingen, die du beeinflussen kannst und den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, alles, was ich beeinflussen kann, bin ich. Und diese ganze Umwelt hier, da brauche ich mir gar nicht erst einreden, dass ich die beeinflussen kann. Wenn morgen schlechtes Wetter ist, dann muss ich mich da nicht drüber aufregen und dann muss ich nicht so tun, als ob das nicht stattfindet und dann kann ich nicht versuchen, mich irgendwie drum rumzumogeln, sondern ich gehe da entweder durch
oder ich warte einen Tag, aber ich kann das Wetter nicht ändern. Und das Gleiche gilt, wenn ich am nächsten Tag jetzt eine Bergbesteigung vor mir habe, die einfach so hoch geht, dass ich nicht weiß, ob ich das von der Höhe her schaffe. Ob ich da noch Luft bekomme, ob ich da atmen kann, ob ich, was das eigentlich heißt. Ich meine, der höchste Punkt, an dem ich war fast 4.500 Meter hoch. So hoch war ich in meinem Leben noch nie. Und ich wusste nicht, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und da gilt wieder das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Du gehst los, du machst dich auf den Weg und du schaust einfach, wie es dir damit geht und du bist bereit, umzukehren. Und was du dann mit der Zeit lernst, ist, dass es Leute gibt, die an solchen Stellen schlechte Entscheidungen treffen. Und das geht mitunter tödlich aus. Also ich habe eine Frau erlebt, die eine Herzkrankheit hatte und die mit der Höhe nicht zurechtkam. Und die dann also zwar auf dem Pass in 4.000 Metern Höhe angekommen ist, aber die oben zusammengebrochen ist und innerhalb von Minuten tot war. Ich weiß von zwei Menschen, die an Stellen, an denen ich auch vorbeigekommen bin, abgestürzt sind, tödlich verunglückt. Es gibt auch einige andere, die einfach schwer verletzt daraus gekommen sind. Alles, was ich versuche zu sagen, ist, wenn ich sage, Spielplatz für Erwachsene, dann heißt es ganz klar, das ist gefährlich. Und wenn man nicht gut aufpasst und nicht sorgsam ist, dann kann es einen erwischen. Ich hatte es ja im letzten Jahr auch selber erlebt. Gott sei Dank mit einer harmlosen Verletzung. Aber das ist so das Umfeld, in das du dich begibst. Und dann fängst du an zu lernen. Und dann fängst du an zu lernen, schrittchenweise, was du kannst und was du nicht kannst. Und das ist erst sehr konkret, von wegen, naja, also nachdem ich jetzt die ersten 5, 6 Mal über größere Schneefelder gelaufen bin, werde ich das hätte wahrscheinlich auch schaffen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt so viele verschiedene Dinge zum ersten Mal gemacht und bin da gut durchgekommen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber das werde ich schon auch schaffen. Selbstvertrauen, nicht? Ja, und Selbstvertrauen in einem Umfeld, wo dir die Gefährdungen eigentlich gar nicht so bekannt sind. Also es ist jetzt nicht ein Umfeld, das sehr vertraut ist, wo du einfach sagst, mach das, was ich jetzt immer schon gemacht habe, morgen noch ein bisschen besser, sondern es ist ein Umfeld, in dem du dich erstmal nicht auskennst und du entwickelst einfach dieses Selbstvertrauen. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich werde mit den Widernissen des Lebens, die morgen auf mich warten, schon irgendwie fertig werden. Hinkommen, ja. Und dann kommt diese Freude dazu. Dann kommt einfach diese kindliche Freude dazu, die da heißt, toll. Hier geht es mir gut. Mhm. Also, und das ist ein anderes Gut. Mir geht's gut sein, als man normalerweise sagt, ne? Das ist aus so einer Tiefe heraus, aus dieser Erfahrung heraus, dass du dich auf dich verlassen kannst. Ganz egal, was kommt. Ich habe das so oft durchgestanden und gut durchgemacht. Und dann wird das nächste Mal, was immer auch kommt, auch schon klappen. Ne? Ich glaube, das ist eine Kombination. Das ist eine Kombination aus dem Selbstvertrauen, was du gerade beschrieben hast, daraus, dass das Leben relativ einfach ist. Und so dieses, egal wie es mir jetzt gerade geht, ich habe eigentlich noch 1000 Dinge, die ich parallel machen müsste. Und ich habe eigentlich immer so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass meine To-Do-Liste nicht leer ist. Das fällt irgendwann weg. Denn irgendwann begreifst du, dass deine To-Do-Liste vielleicht nach wie vor voll ist und dass du in den letzten 4 Wochen nichts an deiner Steuererklärung gemacht hast, dass du es aber in den nächsten 4 Monaten auch nicht tun wirst. Und das Dritte ist was, das habe ich also ganz am Ende als Zitat gelesen, Life begins where the comfort zone ends. Ich war einfach praktisch jeden Tag mehrmals in einer Situation, wo ich am Rande meiner Komfortzone war und ich irgendwas gemacht habe, was ich so nicht kannte oder wo ich Respekt vor hatte oder wo ich erstmal wieder und am Ende des Tages kommst du halt raus und sagst, das war jetzt gut. Und ich glaube, die 3 Sachen in Kombination, die machen sehr glücklich. Und dann natürlich man sieht Frage, es, wenn man es dein scheint, Gesicht anzieht, das sieht man. Ich meine, was mir auch noch unglaublich gut getan hat, war einfach die Sonne. Ich bin Mensch, der jetzt dieses Regen- und Nebelwetter, das bei uns jetzt wieder ansteht hier, der da nicht so besonders gut mit klarkommt. Und ich war da 150 Tage unterwegs, wir hatten dann 3 Tage Regen. Da fängst du ohnehin schon an zu staunen hier. Und wenn die da Regen sagen, dann meinen die, es ist eine halbe Stunde lang tröpfelt. Also richtig Regen, so wie wir das hier kennen, hatte ich an einem Tag. 2 Tage hat es geschneit. Und ansonsten war halt jeden Tag
fast jeden Tag blauer Himmel, strahlende Sonne und das hat mir gut getan. Du hast gesagt, deine Haut hat sich dran gewöhnt an die Sonne, dass du gar keine Creme und irgend so ein Zeug noch brauchtest. Ja, kannte ich überhaupt nicht, weil ich bin sonst der Typ, der da muss nur einer Sonne sagen im Raum, dann habe ich schon meinen Sonnenbrand. Und ich habe am Anfang auch ganz tüchtig geschmiert, so Lichtschutzfaktor 50 und was man so hat. Und nach einer Weile konnte mein Körper das. Ich habe mich einfach dran gewöhnt. Und das hatte ich noch nie. Ich glaube, ich war auch in keinem Jahr meines Lebens bisher so viel in der Sonne. Aber irgendwann war der Körper an einem Punkt, so nach 6 Wochen vielleicht, wo ich auch keine Sonnencreme mehr gebraucht habe und wo ich auch keinen Sonnenbrand mehr bekommen habe. Ich habe mich natürlich geschützt, ganz klar. Insbesondere natürlich immer einen Hut getragen. Sonnenstich ist eine echte Gefahr, Hitzeschlag. Aber das Thema Sonnenbrand war durch. Irgendwann konnte meine Haut das. Das ist ja spannend, weil man sagt ja, der Körper reagiert sehr stark sowohl auf die Psyche, ja hauptsächlich auf die Psyche würde ich in dem Falle sagen. Wenn du mit so einer Gelassenheit rangehst, dann kann sich der Körper einrichten. Und du hast vor allen Dingen das Erstaunliche vorhin mir gesagt, dass sich deine Rückenprobleme völlig verflüchtigt haben, nicht? Also, dass der Körper sich selber lernt zu rearrangieren, wenn man erstmal ihm auch die Möglichkeit gibt. Also erstmal möchte ich da einhaken, von wegen mit so einer Gelassenheit rangehen. Ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Okay. Denn rangegangen bin ich da ganz anders. Also wenn du mich fragst, was der Tag war, an dem ich am meisten Angst gehabt habe, dann war das der Tag, bevor ich los bin. Mhm. Da saß ich also dann in Los Angeles in einem Hotelzimmer. Und ich hatte also jetzt 3 Tage lang alle möglichen Vorbereitungen getroffen, hatte Lebensmittel eingekauft, hatte meine Sachen zusammengepackt, das, was im Flugzeug halt auf die eine Art gepackt war, jetzt auf die andere Art, wie war nun gepackt, irgendwelches Zeug noch dazu geholt. Und ich habe ja kaum geschlafen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, was hast du jetzt vergessen, was ist alles nicht dabei, wie soll das werden, was passiert morgen, was, wenn du am ersten Tag gleich stolperst, wirst du den Bus finden, kommst du rechtzeitig dahin, hat eine Zugverspätung, jada. Naja, sowas kenne ich, das mache ich ständig. Ja, genau. Und ich meine, so habe ich ja auch angefangen. Und diese Ruhe und Gelassenheit, die ist erst über Zeit gekommen. Das ist nichts, was ich mitgebracht habe, sondern das ist was, was ich da geschenkt bekommen habe. Und insofern. Oder was du dir auch vielleicht erarbeitet hast, dadurch, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich glaube, das kommt zusammen. Du gehst weg von, ich kontrolliere das hier alles und ich mache das, und hinzu, ich lasse mich ein auf das, was hier passiert. Und im gleichen Atemzug gehst du weg von, oh Scheiße, das habe ich jetzt nicht kontrolliert. Und hinzu, es ist völlig egal, ob ich das jetzt kontrolliere oder nicht. Meine Aufgabe besteht darin, diesen Moment zu leben. Und wenn mir das gut gelungen ist, dann habe ich die Eintrittskarte gelöst für den nächsten. Und ich denke, in dem Moment, in dem Zug entsteht dann auch diese Gelassenheit. Ja. Das ist eine Erfahrung, die haben praktisch alle gemacht, die da unterwegs waren. Ah, okay. Also die abgebrochen haben. Ja, ich meine, das ist eine Erfahrung, die wird umso stärker, je länger du unterwegs bist. Das hat was mit der Zeit zu tun, die du da verbringst. Und von daher in unterschiedlichem Maß, aber das ist eine Erfahrung, die wird dir sicherlich jeder berichten, der da unterwegs war. Und das würde vielen auch gut tun, denn wir sind ja in so einer perfektionistischen, anforderungsstarken Zeit, wo jeder das Allerbeste und immer und ja, nie falsch, ja, keine Fehler machen und so. Also ich erkenne mich da sehr auch wieder. Ich habe schon ein bisschen losgelassen, aber nicht ganz so radikal wie du, denke ich mal. Aber wir könnten das ganz gut gebrauchen in unserem Leben, solche Erfahrungen, nicht? Ich meine, in dem Umfeld Perfektionismus, den kannst du zum Beispiel in deiner Ausrüstung austoben. Es gibt ja alle möglichen Spezialausrüstungsgegenstände und es gibt 1000 Meinungen dazu, was du jetzt ganz genau für Wanderstöcke brauchst und was es für ein Rucksack sein muss und wie man hier noch ein paar Gramm Gewicht sparen kann und wie man da noch ein Nahrungsmittel bekommt, das noch ein bisschen effizienter ist und so weiter und so fort. Und ja, ich habe natürlich auch so angefangen, ich meine, ich kenne das ja auch. Und dann passieren halt Sachen unterwegs, du bist mit den perfekten Wanderstöcken unterwegs und dann bricht einer von den Dingern durch. Und der nächste Laden, in dem du einen kriegen kannst, das sind halt 300 Kilometer zu Fuß. Das heißt, das ist so 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht einen Monat, je nachdem, wo es ist, je nachdem, wie schnell du bist. Und du weißt, erstens mal bin ich jetzt hier in der Pampa, ich werde jetzt nichts anderes kriegen. Ich habe halt jetzt nur noch einen Stock. Zweitens muss ich das kaputte Ding jetzt wenigstens eine Woche mit mir rumschleppen, denn das kann ich ja nicht einfach liegen lassen. Und drittens, vorgesehen war das nicht.
Und das sind so die Situationen, wo du dann mehr oder weniger dazu gezwungen wirst, zu sagen, also ich lasse jetzt mal meinen Perfektionismus außen vor und ich stelle mir jetzt die Frage, was geht denn jetzt und wie gehe ich jetzt damit um? Suche ich mir jetzt einen Stock im Wald? Geht ja auch. Bin ich jetzt mit einem Mann im Stock unterwegs? Versuche ich das, was kaputt gegangen ist, mit den Mitteln, die ich hier habe, zu reparieren und zu pflegen? Also es gibt manche Leute, die sind mit Jacken rumgelaufen, mit Daunenjacken, die bestanden aus mehr Ducktape als allem anderen. Klebeband hast du, was anderes in der Regel nicht. Aber du kommst halt weg, du wirst halt einfach auch weggeschoben und weggezwungen von diesem Perfektionismus. Das muss jetzt alles exakt ersetzt werden, muss genauso gehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hinzu, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wesentlich? Und was ist das Unverzichtbare, das ich brauche, damit ich hier gut unterwegs bin? Im Unterschied zu, was brauche ich denn im Idealfall und was muss ich denn noch tun, um diesen Idealfall auch zu erreichen? Du hast vorhin noch gefragt, körperliche Veränderungen und das hat es deinem Rücken gut getan. Ich bin gerade jetzt in den letzten Tagen hier am Arzt gewesen, weil ich einfach wissen wollte, was hat mein Körper da mitgenommen? Und ich habe vorhin schon mehrmals das Wort Achtsamkeit auch in den Mund genommen. Das ist was mir einfach wichtig geworden ist auf der Reise, zu gucken, wie gehe ich mit meinem Körper um, was tue ich da? Und ich habe jetzt also auch von den Ärzten bestätigt bekommen, dass ich das wohl nicht so ganz schlecht gemacht habe. Also ich stehe sehr viel besser da körperlich, als ich das vorher habe. Also egal, was du dir jetzt anschaust, ob du dir Muskeln anschaust, ob du dir Body Mass Index anschaust oder Körpergewicht. Und auch meiner Wirbelsäule geht es besser als vorher. Also ich komme jetzt raus, nicht wie vielleicht der eine oder andere aus dem Marathonlauf rauskommt und sagt, ich muss jetzt erstmal 4 Wochen in die Reha, sondern ich komme da raus und sage, also so gut, wie es mir jetzt körperlich geht, geht es mir schon lange nicht mehr. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Und es ist Und jetzt nicht irgendwie ein Wunder oder was? naja, Also, nee, aber es ist ein es Wunder für mich, dass du das so durchgehalten hast, ja, dass du das ja wirklich 150 Tage da in so eine, sag mal, feindliche Umwelt. Du bist ja praktisch eingetaucht in der Welt, wie unsere Vorfahren von ewig mehr oder weniger erlebt haben, ne? Nicht ganz, aber ein bisschen. Das ist eine spannende Frage, die habe ich mir auch immer wieder gestellt. Und ich meine, man kann nicht durch Amerika laufen, ohne irgendwann über John Muir zu stolpern, der als der Vater der Nationalparks gilt und der einfach unglaublich viel darüber geschrieben hat. Die Bücher werden ja auch bis heute von vielen, vielen, vielen Leuten gelesen. Und ich meine, der war halt im 19. Jahrhundert unterwegs auf diesen Wegen und hat sich da mit ganz anderen Mitteln in der Wildnis behauptet, dass wir das heute tun. Mir ist jemand begegnet, ich weiß gar nicht, wer mit richtigen Namen heißt, der Trailname war Old Goat. Es war also ein Mann, der zum zweiten Mal auf diesem Weg unterwegs war. Ich hätte ihn geschätzt auf Anfang 70, vielleicht war er auch ein bisschen jünger. Und der sagte, ich bin hier vor 40 Jahren schon mal lang gegangen. Und den haben wir natürlich gefragt, was ist denn anders? Was ist denn heute anders, als wenn du vor 40 Jahren hier gegangen bist? Und er sagt, naja, also was vor allem anders ist, ist, dass du die elektronischen Helferlines heute hast, die auch jeder verwendet. Ich meine, wir haben unsere Handys dabei gehabt, da sind Navigations-Apps drauf, auf denen Karten sind, die auch offline funktionieren. Und du hast einfach du hast ein GPS dabei, du kannst halt jederzeit sehen, wo genau du auf der Karte bist. Das funktioniert auf 5 Meter, auf 10 Meter genau. Und wenn du irgendwie vom Weg abweichst, da ist ein roter Strich, wo du lang gehen sollst. Und wenn du irgendwie von dem Weg abweichst, vielleicht auf einen Seitenweg gekommen bist oder sowas, das kannst du sehr schnell mitbekommen. Und er sagt, naja, als wir vor 40 Jahren unterwegs waren, da hatten wir Karte und Kompass. Und bis dass du mit dem Kompass merkst, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist, bis dann bist du 1, 2, vielleicht 3 Meilen in die falsche Richtung gelaufen. Und wenn du das dann merkst, musst du das Stück entsprechend zurückgehen. Sagte, wir haben uns 2, 3 Mal am Tag verlaufen und haben einfach wesentlich länger gebraucht. Sagte, das andere, was sich verändert hat, ist, dass es einfach heute andere Ausrüstung gibt. Sagte, als wir damals unterwegs waren, ich habe ungefähr 60 Pfund mit mir rumgetragen. Sagte, und heute hat so ein durchschnittlicher Rucksack 40 Pfund. Das macht es natürlich auch deutlich einfacher. Und das macht es, ja, sagte, der Weg ist heute einfacher zu gehen, als es vor 40 Jahren war. Und dann kannst du dich natürlich immer fragen, ja, bin ich jetzt eigentlich wirklich noch so ursprünglich unterwegs wie John Muir? Und die Antwort lautet selbstverständlich nein. Ich verwende alles das an Erkenntnissen, an Hightech-Material, das heute zur Verfügung steht, um da draußen zu zelten. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, heute mit einem Zelt, das aus Baumwollplanen besteht, da draußen zu überstehen, sondern ich nehme natürlich ein Zelt aus neuen Materialien, die auch jetzt gut dafür geeignet sind, Wind und Wetter zu überstehen und die darüber hinaus leicht sind. Aber wenn ich zurückdenke und überlege, was hätte John Muir getan,
Der hätte mit Sicherheit auch ein GPS mitgenommen, wenn es zu seiner Zeit gegeben hätte. Und er ist nicht freiwillig mit schweren Rucksäcken und aus heutiger Sicht recht ungeeigneten Stiefeln unterwegs gewesen, sondern hat einfach das beste Material genommen, was zu seiner Zeit zur Verfügung stand und hat damit das getan, was ging. Und ich glaube, das ist heute genau der gleiche Ansatz. Ja. Also insofern, ja, du machst was, was in der Gegend schon seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden gemacht worden ist. Du wanderst da durch die Gegend. Aber du tust das in einer Art und Weise, wie das einfach unserer heutigen Zeit entspricht. Du nimmst die Hilfsmittel, die uns heute zur Verfügung stehen. Und ich meine, nicht zuletzt bin ich da mit dem Flugzeug hingeflogen. Das hätten Leute von vor 100 Jahren sicherlich nicht gemacht. Es gibt sehr wenige Deutsche, die da irgendwo in der Gegend unterwegs waren. Außer den Einwanderern natürlich. Aber es gibt sehr wenige Deutsche, die da vor längerer Zeit unterwegs waren, um das einfach als, ja, als Lebensabschnitt, als Teil ihres Lebens zu machen. Klar. Und auch da, wahrscheinlich hatte man früher anderes zu tun, als jetzt einfach nur spazieren zu gehen. Also die meisten Leute mussten ja wirklich sich drum kümmern, um Familien und so weiter, dass die überleben können. Also mit, ich denke jetzt so an Landwirtschaft und so, da musst du einfach da sein, da kannst du nicht weg. Aber ich habe noch eine technische Frage. Du hast da also Handy mit, hast du da Solaraufladung oder wie? Das musst du ja dann auch mitschleppen. Nee, habe ich nicht gehabt. Haben einige gehabt, aber du bist so viel unter Bäumen unterwegs, da ist zu viel Schatten. Also ich habe für mich beschlossen, also das Gewicht, was ein Solarlader kosten würde, das möchte ich nicht mitschleppen. Du bist einmal in der Woche in der Stadt und was du in der Stadt tust, ist, du kaufst dir was zu essen, du gehst duschen, du isst gekochtes Essen, das halt nicht irgendwelches dehydrierte Pulver ist, das du dann wieder erwärmt hast, sondern es richtiges Essen ist und du lädst alle deine elektronischen Geräte wieder auf. Und ich hatte also, wie praktisch alle anderen auch, ich hatte eine Powerbank dabei, dass ich also Strom mit mir rumtragen konnte. Wenn mich Leute fragen, habe ich immer gesagt, ich habe 350 Gramm Strom dabei. Und die habe ich dann einmal in der Woche aufgeladen und das hat dann auch gereicht. Also ich hatte vorher auch so ein bisschen geguckt bei den Geräten, die ich dabei habe, dass ich welche kriege, wo die Batterien ziemlich lange halten. Also mein Handy hält 3 Tage durch, meine Uhr, wenn es sein muss, 2 Monate. Für den Fotoapparat hatte ich ein paar Batterien mehr dabei. Also ich habe so ein bisschen geguckt, dass das passt und habe dann eine größere Batterie mitgetragen. Das Gewicht habe ich dann genommen und in den Städten zwischendurch aufgeladen. Mhm. Denn gerade wenn es so eine Situation ist, wo du dann mit dem Hubschrauber abgeholt werden müsstest, dem Menschen, der das noch nicht hatte damals, der wäre dann da oben geblieben oder so. Du konntest da irgendwie telefonieren oder? Also telefonieren kannst du da nicht. Handynetzwerk gibt es keins. Mhm. Ich meine, Starlink hat jetzt noch keiner gehabt. Die Möglichkeit gibt es wahrscheinlich. Aber was es gibt, sind einfach Satelliten-Messenger. Das sind also so kleine Geräte, mit denen du im Prinzip sowas wie eine SMS abschicken kannst und dann einen Notruf schicken kannst und sagen kannst, ich brauche dies, das und jenes. Und ja, sowas habe ich natürlich dabei gehabt. Ich meine, ich war allein unterwegs. Manche anderen Leute sind in kleinen Gruppen unterwegs. Das ist immer was anderes. Aber ich war allein unterwegs und hatte dann einfach die Möglichkeit, also über wirklich Satellitenverbindung, dann auch einen Notruf abzusetzen. Wow, ja, also eine gewisse Sicherheitszone gibt es doch noch da, für sowas zu machen. Du, das ist ja auch wichtig. Ich meine, natürlich möchte ich leben, aber in erster Linie möchte ich da oben mal überleben. Mhm. Und da war für mich sehr wichtig, einfach zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich, um Zweifel Hilfe zu bekommen. Natürlich kannst du den Menschen neben dir bitten, in die nächste Stadt zu gehen und von da aus Hilfe zu organisieren. Aber das kann dann gut sein, dass das mal eine Woche oder 2 Wochen geht, bis das an jemand kommt. Und ich meine, in früheren Zeiten haben sich die Leute dann mit Maultieren auf den Weg gemacht, auf solchen Wegen, um im Zweifel einen Verletzten dann mit dem Tier transportieren zu können. Das kannst du auch heute noch machen. Nur die Stelle, wo ich da im letzten Jahr verunglückt bin, das war also so knapp 70 Kilometer von der nächsten Straße entfernt in jeder Richtung. Und es dauert dann einfach, bis dann Hilfe kommt. Und dann ist die Frage, reicht dein Essen so lange? Kannst du dich mit Wasser versorgen in der Zwischenzeit? Was macht deine Verletzung? Wie geht es da? Und ich war dann schon sehr, sehr dankbar, dass ich auf diese Art und Weise seine 4 Stunden Hilfe bekomme. Mhm. Ja. Was würdest du jetzt, wenn Leute sich dafür interessieren, wem würdest du das raten und wem würdest du ganz sicher abraten? Also mir würdest du wahrscheinlich abraten, würde ich sagen. Ich rate mir selber ab. Aber für wen meinst du das? Also ich würde so eine ähnliche Erfahrung gerne weniger heftig machen wollen, weniger
so aufs Grundleben zurückgeschossen zu werden, sozusagen, und weniger anstrengend. Aber wem meinst du, würde das wirklich etwas bringen, auch spirituell? Ich meine, wir reden ja auch vom Spirituellen, nicht? Du hast ja da auch Erfahrungen gehabt. Ich glaube, du unterschätzt, was du tun könntest. Ich sage mal, der jüngste Mensch, den ich da oben getroffen habe, war 4 Jahre alt. Der älteste Mensch, den ich getroffen habe, war etwas über 80. Oh, wow. Und von der Sportlichkeit her war ich sicherlich am unteren Rand. Am oberen Rand waren ehemalige Olympiateilnehmer. Auch da hast du alles. Wenn du, und ich habe vorhin ja auch schon gesagt, für mich stand jetzt weniger die athletische Leistung im Vordergrund als die Wildniserfahrung. Und wenn du das machen möchtest, dann kannst du natürlich anders planen. Also ich habe eine ganze Menge Leute da getroffen, die im Rentenalter waren, das ist so irgendwo zwischen Mitte 60 und 80. Und die meisten von denen haben einfach kürzere Tagesetappen gemacht. Die sind nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, so um die 20 Meilen gelaufen, 15, 20 Meilen, sondern die haben sich eher so Tage vorgenommen, die halb so lang waren, 8 bis 10 Meilen, die haben sich auch nicht vorgenommen, den ganzen Weg zu gehen, sondern sie haben sich einen Abschnitt vorgenommen, vielleicht den Wüstenabschnitt, vielleicht die ersten 1000 Kilometer oder so, oder vielleicht auch noch deutlich weniger. Es gab auch Leute, die gesagt haben, ich möchte den ganzen Weg laufen, aber ich teile das so viele Jahre auf und ich laufe jedes Jahr 3 Wochen. Mhm. Da habe ich auch viele getroffen. Von daher, wenn du sagst, also wer ich bin und wo ich körperlich stehe, da kann ich mir nicht vorstellen, da jetzt so lange unterwegs zu sein, das ist nicht unbedingt ein Hindernis. Ist die Frage, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass du das willst. Mhm. Das ist so die Sorte von Erfahrung, wenn mir jemand sagt, du machst das jetzt, dann ist das ganz furchtbar. Du musst einfach mit der Motivation kommen, ich will das jetzt und ich möchte mich da durchsetzen und ich schaue jetzt einfach, was es braucht. Und wenn du mit der Motivation kommst, dann ist, glaube ich, wichtig, also sage ich jetzt, und da bin ich sicherlich auch ein bisschen deutscher und da bin ich sicherlich auch ein bisschen am extremen Ende, ich habe sehr, sehr viel vorher gelesen und vorbereitet. Ich wusste, ich würde auf Sachen treffen, die kann ich vorher nicht üben. Das sind Sachen, die ich auch nicht kann und ich bin jemand, der ganz gut aus Büchern lernen kann. Ich habe also sehr viel gelesen, was mache ich, wenn der Berg kommt, was mache ich, wenn die Klapperschlange auf dem Weg sitzt, wie komme ich über den Schnee, was brauche ich da an Ausrüstung, wie gehe ich mit der Ausrüstung um, welche Notfälle können eintreten und sowas. Ne? Also ich habe mich da, glaube ich, auf der theoretischen Seite sehr gründlich vorbereitet. Das haben nicht alle so gemacht. Manche sind auch etwas intuitiver unterwegs. Also ich habe das für mich gebraucht und mir hat es viel Sicherheit gegeben. Was ich nicht tun würde, ich würde nicht mit Kindern unterwegs sein. Ich habe also eine Familie mit Kindern getroffen. Ich habe gesehen, was das kostet. Und nee, das würde ich sicherlich nicht mit kleinen Kindern machen. Ich würde auch keinen Hund mitnehmen. Ich würde keine Tiere mitnehmen, denn zum einen muss ich dann auch noch alles mitschleppen, um dieses Tier zu versorgen. Und zum anderen, wenn mein Hund dann nach 500 Meilen sagt, ich kann nicht mehr, wie gehe ich dann damit um? Das ist also, wenn mein Hund nach 500 Meilen sagt, ich kann nicht mehr und ich sage, ich möchte aber noch 1000 Meilen, schwierig. Mich hat jemand gefragt, unterwegs würdest du es deinen Kindern empfehlen oder würdest du es deinen Kindern erlauben, da hochzugehen? Also nein, würde ich nicht. Einfach, weil ich denke, du solltest einfach in einem Alter sein, wo du in Amerika als erwachsen angesehen wirst und wo du auch selber einfach ja, so mal so eine gewisse Reife hast, mit dir umzugehen und einfach zu verstehen, was das bedeutet, sich Grenzen zu setzen. Also ich meine, meine Kinder sind alle noch keine 21. Ich würde die sehr ermutigen zu sagen, mach das, aber ich würde sie auch ermutigen zu sagen, mach das nicht zu früh. Also so 23, 24, 25, denke ich, ist ein gutes Alter, um anzufangen. Ich habe ein paar 21-Jährige da oben getroffen, ein paar noch jüngere Leute getroffen, aber ich denke, für die meisten zu warten, bis man mal so Mitte 20 ist, ist, glaube ich, schon eine gute Idee. Jetzt weniger wegen der körperlichen Anforderungen, als wegen der Anforderungen, sich selber gut einzuschätzen und sich gute Grenzen zu setzen. Ich denke, das ist was, da werden die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens besser drin. Weil in jüngeren Jahren ist man oft wahrscheinlich leichtsinniger. Ja, und du kennst dich halt auch einfach noch nicht so gut. Ne? Ja, okay. Und ich meine, dir begegnen da natürlich Leute, die mit Dingen anders umgehen. Stichwort Alkohol, Stichwort Rauchen, Stichwort Drogen natürlich. Dazu wissen, wer ich bin und was ich will und was ich nicht will. Und das dann auch, die Ruhe zu haben, das durchzusetzen, ist wichtig. Mhm. Ja, nochmal, es setzt dir keiner eine Grenze. Du kannst da beliebig Unsinn machen.
Und ich glaube, man sollte selber so weit sein, dass man versteht, was das heißt, wenn ich Unsinn mache. Und dass das eben nicht mehr auf dem Niveau ist, oh, ich kann Papa ärgern, wenn ich jetzt dies, das oder jenes tue, sondern dass ich auf dem Niveau bin, wo ich sage, ich weiß, was das mit mir macht und ich mache das jetzt ganz bewusst oder ich lasse es jetzt ganz bewusst bleiben. Ja, und auch das, den Wert des eigenen Lebens einschätzen, nicht? Schätzen. Ja. Dass man also das nicht aufs Spiel setzt und, wie sagt man, unüberlegt. Ja. Oder was, wenn man halt toll sein will oder cool oder irgendwas, ne? Ja, ich möchte auch sagen, ich meine, es gibt ja viele Leute, die jetzt nach Santiago de Compostela unterwegs sind, auf dem Jakobsweg. Und das ist eine ganz andere Erfahrung. Ich habe Freunde, die das gemacht haben. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Du bist in viel größeren Gruppen unterwegs. Du bist auf breiteren, einfachen Wegen unterwegs. Die Tagesetappen sind kürzer. Du kommst sehr oft durch Ortschaften. Du kommst in diese Pilgerhospize, in denen einfach Betten auf dich warten. Und du bist sehr viel weniger auf dich gestellt. Du machst einfach eine andere Erfahrung. Da ist jetzt nichts gut drin und nichts schlecht dran, es ist einfach anders. Und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, wenn man sich auf so einen Wildnisweg macht, dass man sich vorher überlegt, ist das die Erfahrung, die ich gerne machen möchte? Wie geht mir das, wenn ich morgens aufwache, die Schuhe sind vom Vortag noch nass, über Nacht sind die Schnürsenkel gefroren, ich muss trotzdem anziehen und kann nur hoffen, dass sie bei der Gelegenheit nicht reißen. Und das Erste, was ich an diesem Tag machen werde, ist mich bei knappen Minusgraden an den nächsten Fluss begeben, um da Wasser rauszuholen und zu filtern, weil ich welches brauche. Und das ist natürlich dann entsprechend kalt. Und was ich dann dafür bekomme, ist, dass ich halt oberhalb von der Baumgrenze in einem glazialen Wunderland unterwegs bin, zwischen zugefrorenen Seen, schneebedeckten Bergen, Felsen und hohen Gletschertälern. Und dann von da aus runtersteige und in Urwäldern über rauschende Flüsse klettere, die dann vielleicht keine Brücken haben. Ich meine, das klingt toll, wenn man das erzählt. Ich fand das auch toll. Aber ich habe es meiner Frau erzählt und sie hat gesagt, also wenn du mir erzählst, dass ich da jeden Tag auf dieser Wanderung mit nassen Füßen durch die Gegend laufe und mit nassen Socken in meinen Schuhen, da habe ich schlichtweg einfach keine Lust zu. Und das ist in Ordnung. Genau, ich hätte da auch keine Lust zu. Vor allen Dingen nicht über einen Fluss, einen reißenden Fluss, der keine Brücke hat. Da hätte ich absolut keine Lust zu. Dann jetzt kommt halt die Frage an dich. Ja. Habe ich da keine Lust zu und sage, also weißt du was, das kann jemand anders machen, das brauche ich nicht? Oder ist es eins von diesen Dingen, wo du sagst, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht, habe ich auch Respekt vor, habe ich auch vielleicht Angst davor? Aber ja, geil, nee, ist schon, wenn ich es mal schaffen würde. Beides, beides, beides. Ich mag ja auch schon auch bei der Olivenende nicht mehr auf die Leiter steigen, weil es mit meinen Knien irgendwie nicht so doll ist und so. Also das ist beides. Die Angst, dass man nicht gut genug sich halten kann, ne? Obwohl ich mache ja immer Übungen auf dem Gleichgewichtskissen und so, aber immerhin. Auf so einen Fluss, wenn man dann reinfällt, ist natürlich nochmal ein anderes Thema, als wenn man einfach vom Kissen runterfällt, was so hoch ist. Ne, und von der Leiter fallen habe ich sag mal, keine Lust zu, aber ich habe ehrlich gesagt Angst davor. Ja. Na gut, da musst du dich halt einfach kennen, musst aber ein bisschen sagen, das sind Ängste, die sind aus guten Gründen da. Denn wenn ich da runterfalle, habe ich jetzt wirklich ein großes Problem und ich bin nicht mehr in dem Lebensalter, in dem ich das einfach so wegstecke. Oder wo du sagst, also pass mal auf, ich trage diese Angst schon ein Leben lang mit mir rum. Und vielleicht ist es einfach an der Zeit, jetzt mal eine Erfahrung zu machen, die es mir auch ermöglicht, diese Angst beiseite zu stellen. Ich denke, also, es gibt beides und beides ist legitim. Ja, und genau, du musst einfach gucken, wer bist du, was willst du? Und ich denke, das ist die entscheidende Frage und nicht, das ist was Gutes für Männer oder für Frauen oder für sonst wen, also oder für junge Leute oder für alte Leute. Ich glaube, die Frage ist, welche Erfahrung möchtest du machen? Möchtest du diese Erfahrung machen? Und dann hilft es auch manchmal, wenn dir jemand einen kleinen Tritt gibt. Also ich weiß nicht, wie viele Leute mir da begegnet sind, die mir erzählt haben, ja, also ich würde ja auch gerne und ich denke schon seit 20 Jahren drüber nach, aber. Mhm. Irgendwann muss halt mal sagen, jetzt lasse ich das aber hier liegen. Oder du musst sagen, ich mache das halt nicht. Mhm. Aber so dieses jahrzehntelang schwanger gehen und dann am Ende des Tages doch nichts gebären, das ist, glaube ich, für die Menschen, die das machen, nicht besonders gut. Nee, also sowas habe ich ganz sicherlich nicht. Ich bin noch nie mit sowas großschwanger gegangen. Ich habe meine kleine Wildnis hier um mich rum mit Stachelschweinen und Wildschweinen und so. Und irgendwie reicht mir das schon. Und diese andere Erfahrung, die du vorhin angesprochen hast,
dass man erstens sich selber kennenlernt und dann auch, was ich ganz wichtig finde, ich kann nichts ändern, außer an meiner Reaktion drauf, nicht? Also du sagtest, ich kann am Wetter nichts machen oder an der Situation. Wenn jetzt die Situation ist, wie sie ist, wir versuchen immer die Welt zu verändern, was ja irgendwo auch richtig ist. Aber im Moment kannst du es nicht. Im Moment kannst du nur deine Reaktion und deine Sichtweise und deine, wie soll ich sagen, dein Berührtsein davon verändern vielleicht, nicht? Aber ich weiß nicht, wenn es dir da so geht, wie es mir geht. Ich habe völlig unterschätzt, wie viel ich damit verändern kann, wenn ich mich verändere. Ja, das sagt sich so einfach. Du kannst deine Welt nicht verändern. Ja. Aber wenn du ein anderer wirst, dann wirkst du anders auf deine Umwelt. Und dann kannst du dadurch, dass du dich veränderst, sehr wohl einiges an Veränderung bewirken. Du fängst aber an, deine Energie auf das zu richten, wo sie auch gut eingesetzt ist. Denn an dir kannst du wirklich so gut wie alles verändern. Und an jemandem anders oder gar an der Umwelt da draußen sehr viel weniger. Und ich meine, da komme ich jetzt als Manager auch wieder natürlich rein. Ich meine, als Manager lebe ich in einem Umfeld, in dem ich sehr viel Kontrolle ausüben kann. Es geht damit los, dass die Menschen, denen ich begegne, Menschen sind, die Arbeitsverträge haben mit der Firma, für die ich arbeite. Und kraft dieser Arbeitsverträge kann ich denen alles Mögliche sagen. Ich kann ihnen sagen, was sie tun sollen. Ich kann ihnen sagen, wie sie ihre Arbeit erledigen sollen. Ich kann ihnen was anderes zuweisen. Also ich bin ja in einem Umfeld, wo ich sehr viel Macht habe einerseits und wo von mir erwartet wird, dass ich sehr viel Kontrolle ausübe, bis hin zu sehr kleinen Details. Also ich meine, ich erinnere mich da an unsere Sicherheitsbegehung in der Firma. Und dann kommt halt jemand vorbei und sagt, in deiner Teeküche steht ein Pappkarton oben auf dem Schrank. Das ist eine Brandlast. Das ist unter Feuergefährdungsgesichtspunkten nicht zulässig. Sorge bitte dafür, dass nie wieder einer deiner Mitarbeiter einen Pappkarton auf den Schrank stellt. Ja? Ich habe zu dem Zeitpunkt 70 Mitarbeiter gehabt. Sorg mal dafür, dass bei 70 Mitarbeitern niemand zu keinem Zeitpunkt auf die Idee kommt, einen Pappkarton auf den Schrank zu stellen. Ja? Aber das ist die Art von Kontrolle über deine Umwelt, die zumindest in meinem Leben von mir gefordert war. Und die ich auch geliefert habe, das habe ich auch gemacht, das geht ja auch. Und ich denke, jeder, der eine ähnliche Arbeit gemacht hat, weiß, wie das geht. Und du kommst halt aus sowas raus mit so einer Illusion, dass du deine Umwelt kontrollieren kannst. Und du lernst, ich habe da draußen gelernt, was ich tatsächlich kontrollieren kann. Und das bin vor allem mal ich. Und was um mich rum ist, das regeneriert sich und zerstört sich auf ganz anderen Zeitskalen als die Dinge, die ich in meiner zivilisierten Welt so um mich herum habe. Ich meine, ich wohne hier in einem Haus, wenn das morgen abbrennt, das kann ich in ein, zwei Jahren, kann ich das neu bauen. Und die Sachen, die drin sind, ich meine, gut, ich muss das nötige Geld haben, aber wenn ich das nötige Geld habe, kann ich praktisch alles, was hier ist, innerhalb von einem Zeitraum von wenigen Monaten, wenigen Jahren ersetzen. Wenn da draußen der Wald brennt, das dauert 150 Jahre, bis das denn wieder nach Wald aussieht. Das sind 5 Generationen, da kann ich genau gar nichts tun. Echt versuchen, das Feuer zu löschen, wenn ich als Feuerwehrmann unterwegs bin, aber das war es dann auch. Wenn ich als Wanderer unterwegs bin und mir sagt jemand, 10 Meilen vor dir ist ein Waldbrand, kann ich nur sehen, dass ich das Weite suche und dass ich einfach gucke, dass ich mich in Sicherheit bringe. Ich kann wiederum mich beeinflussen, in dem Fall meine Position, wo ich mich da befinde, also völlig illusorisch zu glauben, dass ich jetzt mit diesem Waldbrand irgendwas tun könnte. Heidi, ich muss dich kurz unterbrechen, hier klingt es gerade an der Tür, ich muss mal eben ein Paket holen. Ist das okay? Okay. Ja, da sind wir wieder. In dem Paket, sagst du, ist? Aber in dem Paket ist eine neue Hose. Die ist ein bisschen enger als meine alten. Die alten passen mir im Moment nicht mehr. Ich bin gespannt, wie schnell das Gewicht wieder da ist. Also ich glaube, 18 Kilo habe ich abgenommen. Oh, wow. In Summe. Und, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie das jetzt ist, wo du zurückgekommen bist. Einmal, wie die Menschen auf dich reagieren und wie du auf die altbekannte Umwelt sozusagen reagierst. Das ist nicht so eine ganz einfache Frage. Ich fange einfach mal vorne an. Ich hatte mir vorgenommen, 150 Tage auf dem Weg unterwegs zu sein. Das war ich auch. Und dann war die Zeit rum. Ich war zu dem Zeitpunkt noch mit einer anderen Wanderin unterwegs. Die ist weitergelaufen. Die hat also mehr Zeit gehabt als ich. Und für mich war eigentlich ohne jede Art von, ich sag mal, Übergangsritual, war diese Wanderzeit vorbei. Und ich habe dann ein paar Tage gehabt, wo ich alleine war und habe mich dann mit meinem Sohn getroffen, mit meinem zweiten Sohn. Wir haben zusammen einfach 3 Wochen noch Urlaub gemacht in Kalifornien. Der hat also gerade seine Schule abgeschlossen und wir haben da einfach Zeit miteinander verbracht. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber
ist viel darüber geschrieben worden. Da gibt es auch das schöne Stichwort Post-Trail Depression. Du machst erstmal einen regelrechten Entzug mit. Und das ist ein Entzug, also körperlich von Endorphin und Dopamin. Du bist halt den ganzen Tag sportlich aktiv, du bist in der Sonne, du bist in so einer Erwartungshaltung, wo der Körper sagt, jetzt kriege ich gleich meine Belohnung, gehe jetzt, läuft alles gut. Und dann sitzt du plötzlich den ganzen Tag im Sessel und kümmerst dich um andere Dinge. Planst Hotels für die nächsten paar Tage, Mietwagen, guckst Post an, die seit Wochen liegen geblieben ist, machst sonst was. Und irgendwo so ein Teil von deinem Körper sagt, also jetzt muss man langsam wieder was kommen, heute es kommt halt nichts mehr. Ich sag mal so, diese Neurotransmitter-Umstellung, die da stattfindet, das war schon erstmal ziemlich hart. Gut, das geht nach ein paar Tagen vorbei, das geht nach ein, zwei Wochen geht es vorbei. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Und dann ist natürlich die Frage, was bleibt? Du hast jetzt diese ganzen Erfahrungen gesammelt. Du kommst in ein Umfeld, wo du auch viele Menschen triffst, die diese Erfahrungen nicht gesammelt haben. Ich sage mal, vor allem im Alltagsleben ist dem meisten natürlich herzlich egal, was du in den letzten 6 Monaten gemacht hast. Dir selber nicht. Ich weiß nicht, diejenigen, die mal im Ausland gelebt haben, die kennen dieses Phänomen Reverse Culture Shock. Du kommst zurück, du hast dich verändert, alle anderen haben sich nicht verändert, jedenfalls mal nicht in der gleichen Art und Weise, nicht in der gleichen Richtung wie du. Und du möchtest eigentlich den ganzen Tag nur über das reden, was du da erlebt hast. Und die anderen Menschen haben ganz andere Themen. Für die ist was ganz anderes wichtig. Und das passt nicht unbedingt so besonders gut zusammen. Ich bin jetzt nicht zum ersten Mal in meinem Leben in der Situation, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber das ist jedes Mal wieder ziemlich intensiv. Und ja, das steht jetzt auch einfach an, zu gucken, wie geht hier das normale Leben weiter. Und wie komme ich jetzt hier auch wieder in Kontakt mit den Menschen, mit denen ich vorher in Kontakt war. Da ist ja auch viel Fäden auf, nämlich ich war ein halbes Jahr weg. Ein halbes Jahr ist eine lange Zeit. Und da bin ich also jetzt auch einfach immer noch mit beschäftigt. Ich bin seit 2 Wochen jetzt wieder in Deutschland. Und viele Menschen habe ich noch nicht wieder gesehen. Jetzt viele Termine in den nächsten Wochen. Muss auch gucken, wie es mit der Arbeit weitergeht. Da sind auch Fragen zu klären, sind Fragen offen. Und ja, das ist jetzt alles so dran. Ja, die große Frage, die ich im Hinterkopf habe, ist, das, was ich da erfahren habe, wie integriere ich das eigentlich mit dem Leben, das ich hier vorher hatte? Wie können diese beiden Dinge zusammenlaufen? Und was bin ich jetzt für ein Mensch? Was möchte ich jetzt mit meinem Leben tun? Was möchte ich anders machen? Was möchte ich beibehalten? Und ich glaube, ich bin so weit, dass ich die Fragen sehe, aber ich bin nicht so weit, dass ich die Antworten hätte. Okay, denn das wäre meine Frage gewesen. Was ist jetzt wirklich für dich, sagen wir mal, wo siehst du dich hingehen mit dieser Erfahrung? Du, ich glaube, da reden wir in einem Jahr mal drüber. Okay, gut, das machen wir. Da kann ich jetzt einfach noch nicht viel zu sagen. Das ist zu frisch. Ja, wir haben ja schön, schön lang miteinander geredet. Das ist ganz toll. Hast du jetzt noch irgendwas, was dir noch aufpoppt? Hast du noch vielleicht eine Episode, irgendwas, noch ein Erlebnis oder so, was noch schön wäre, was du mitteilen könntest oder so? Zum Abschluss sozusagen, zum Abgewöhnen. Wir machen ja jetzt auch einen Marathon praktisch. Also, was mich sehr erstaunt hat, das waren die Begegnungen mit den wilden Tieren. Die hatte ich so nicht erwartet. Das Erste, was mir begegnet ist, war eine Klapperschlange. Das war nach ein paar Wochen, als ich unterwegs war. Und ich war also in der Wüste unterwegs. Und schmaler Sandweg, geradeaus. Ich war irgendwie in Gedanken, keine Ahnung was. Und auf einmal höre ich dieses Klappern. Ich habe das Tier erst gehört und habe es dann erst gesehen. Ich war nicht so ganz aufmerksam gewesen. Und ich habe also dieses Klappern gehört und ich hatte ja in meinen Büchern nachgelesen, was ich jetzt tun muss. Und dann habe ich erstmal stehen, das ist das Erste, stehen bleiben, gucken, wo ist das Tier? Und dann habe ich die Schlange also auch gesehen, die war so 2, 2,5 Meter vielleicht vor mir und guckte mich an. Ich habe zurückgeschaut und was mich sehr gewundert hat, ich konnte mich unmittelbar an dieses Tier einfühlen. Ich habe gemerkt, die hat Angst. Die hat Angst vor mir und die weiß jetzt nicht, was sie von mir zu erwarten hat. Die fühlt sich bedroht. Und mir war auch klar, darauf kann ich reagieren. Darauf kann ich reagieren, da kann ich adäquat reagieren. Das heißt halt stehen bleiben, ruhig bleiben, nicht wegrennen, schon gleich nach vorne rennen, einen Schritt zurück tun, gucken, wie das Tier reagiert. Und die reagierte ganz gut, die guckte mich also weiterhin an, hört aber auf zu klappern. Und dann heißt die Lehrbuchlösung heißt ja, in großem Abstand das Tier umgehen und dann seinen Weg ganz ruhig weitergehen. Das war an der Stelle auch möglich. Also
Hang daneben über dem Weg war jetzt nicht so steil, dass ich jetzt unbedingt auf dem Weg hätte weitergehen müssen. Und ich habe es dann gemacht, vorher geguckt, dass nicht im Gras noch irgendwo eine zweite saß. Bin einmal im großen Bogen dieses Tier rumgegangen und habe dann nochmal zurückgeschaut. Sie hat auch wieder zu mir geschaut und hat geguckt, von wegen, ist dieser Mensch jetzt noch eine Bedrohung für mich oder ist er das nicht? Und die Antwort war, nein, ist er nicht. Und mir war auch klar, nein, diese Schlange wird mich jetzt nicht mehr beißen. Die hat also jetzt keine Lust, hinter mir herzukommen oder irgendwas. Die hat sich einfach nur bedroht gefühlt, dass da plötzlich dieser große Mensch ankam und möglicherweise auf sie drauf tritt, und das wollte sie nicht. Und da konnte ich dann, ich konnte weitergehen. Sie ist dann ihres Wegs gegangen, ist nur an die Seite ins Gebüsch. Das ist interessant. Also so, ich bin normalerweise nicht so der Mensch, der jetzt irgendwelche Beziehungen zu Tieren aufbaut. Und an der Stelle ist mir das also spontan gelungen, ohne dass ich es jetzt gewollt oder erwartet hätte. Und auch so die Reaktion, ich meine, für mich war es eine spannende Situation. Was war jetzt keine Situation, wo ich jetzt Angst oder Panik gehabt hätte und gesagt hätte, ich muss jetzt vor allem meine Panik kontrollieren und sehen, dass ich jetzt nicht übertreibe, sondern es war einfach, da war Interesse da, war eine gewisse Freude da. Ich meine, das sieht man ja auch nicht jeden Tag. Jedenfalls nicht auf der Ostalb. Und das war also so eine Begegnung, die emotional ganz anders abgelaufen ist, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte so gedacht, da kommt jetzt Angst und Panik und muss ich viel kontrollieren, war gar nicht so. Und dann viele, viele Monate später, also Woche vor Ende, habe ich dann zum ersten und einzigen Mal einen Bären gesehen. Und es war ein Schwarzbär, wie es die in Kalifornien ja sehr viel hat, kein Grizzly. Und diese Schwarzbären, die haben es abgesehen auf unser menschliches Essen. Da sind so viele Proteine auf einmal drin, das hätten die gern. Und das riechen die, also angeblich können Schwarzbären 3.500 Mal besser riechen als Hunde. Und also auch eine geschlossene Konservendose ist da kein Hindernis, die können riechen, was da drin ist. Und das hat dieser Bär sicherlich mitbekommen, aber auch mitbekommen, dass da ein Mensch ist. Und ich bin also da auch in so eine Wegbiegung rumgegangen. Und dann stand dieses Tier also so vielleicht 20, 30 Meter vor mir, so hoch aufgerichtet an einem Baum, guckte mich an. Und auch da, ja, da war mir Freude und Dankbarkeit, dass ich dieses große Tier sehen konnte, als Angst davor, was wird dieser Bär jetzt mit mir machen. Und da war auch dieses Vertrauen, ich werde mit der Situation jetzt schon fertig. Es ist ja so, ich meine, diese Bären laufen schneller als du, Bären klettern schneller als du, Bären schwimmen schneller als du. Also weglaufen kannst du vergessen. Und in dem Moment, wo du wegläufst, löst den Jagdinstinkt aus und ist auch nicht so richtig gut. Du möchtest nicht gejagt werden von den Bären. Das ist nicht so ganz hoch auf der Liste von lebensfördernden Aktivitäten. Mhm. Und ich meine, am Ende des Tages, wenn du dir das überlegst, wir haben so viele Tiere um uns herum, die stärker sind als wir. Am Ende des Tages unsere Art und Weise, mit denen umzugehen, unser Gehirn. Dass wir einfach in der Lage sind, uns in diese Tiere reinzudenken, uns in die Tiere reinzufühlen und einfach unsere Möglichkeit, unser Verhalten anzupassen an die Situation. Das ist das, was uns in solchen Situationen stark macht. Und ich hatte halt auch da gelernt, wie verhalten, was tun. Sie ist auch erstmal stehen bleiben, ruhig bleiben, gucken. Und dann haben wir uns eine Weile angeguckt, der Bär und ich. Dann heißt die Antwort groß machen. Also einfach zeigen, ich bin groß. So ein paar Wanderstöcke über dem Kopf von einem 2-Meter-Mann machen das schon was her. Kannst du die Jacke aufmachen, das funktioniert auch ganz gut. Muss zugeben, bei mir hat erstmal ein anderes Gehen zugeschlagen. Von wegen, bevor ich jetzt sehe, dass der Bär geht, mache ich auch mal ein Foto. Und ja, irgendwann, dieser Bär hat mich halt angeguckt und irgendwann ist er über den Weg gegangen, ist auf der anderen Seite verschwunden, hat mir Platz gemacht und konnte ich weitergehen. Ja. War also letzten Endes auch so eine Situation, die sehr schwierig hätte sein können, die aber dann einfach eine Begegnung war zwischen zwei Lebewesen, die sich nicht viel zu sagen haben, die sich normalerweise auch nicht begegnen und die auch mit einem gewissen Respekt voreinander es auch einfach geschafft haben, diese Situation jetzt in einer guten Art und Weise hinter sich zu bringen und beide ihres Lebens weiterzugehen. Und es gehört sicherlich somit zu den, ja, für mich zu den eindrücklichsten Erlebnissen. Ja, und es ist auch ein Zeugnis dafür, sich selber halten zu können in dem Moment. Und nicht, wenn du in Panik ausbrichst, wirst du eben zum Gejagten, nicht? Und das ist ja nicht unbedingt so gut. Also das heißt, die psychologische Fähigkeit, sich selber, ich will nicht sagen beherrschen, aber sich regulieren zu können in so einer Situation. Und nicht einfach was anderes. Instinkt nachzugehen, nicht? Das war eigentlich noch was anderes. Ich meine, ich verstehe sehr gut, was du sagst. Und ich hätte gedacht, dass ich genau diese Fähigkeit brauche. Mhm. Habe ich aber gar nicht. Mhm. Dieser,
diese Angst, die ich in der Situation hätte haben können, die war einfach nicht da. Okay. Das ist ganz interessant, wenn du auf den Seiten vom National Park Service nachguckst, also von der Behörde, die in Amerika für die ganzen Nationalparks verantwortlich ist, da gibt es so eine Seite häufige Fragen. Und eine von den Fragen ist, was mache ich, wenn ich einen Bär treffe? Und die Antwort auf die Frage ist, consider yourself lucky. Ja, also du denkst, jetzt kommt irgendwas von wegen Bärenspray auspacken, gezielt zwischen die Augen schießen, wegrennen, hochklettern, irgendwas Kompliziertes tun. Und die Antwort heißt, schätz dich glücklich. Mhm. Schätz dich glücklich. Es ist selten, dass du eins von diesen großen Säugetieren in freier Wildbahn triffst. Nicht vielen Menschen ist es vergönnt, weiß den Moment zu schätzen. Und ich habe das sehr früh auch in meiner Vorbereitung gelesen. Und das setzt irgendwo einen ganz anderen Ton als ein, sage ich mal, Herr Stoiber, der hier vor vielen Jahren durch die Lande lief und von bayerischen Problembären berichtete. Da kommt eine andere Haltung zum Ausdruck und da kommt auch eine andere Einstellung zu diesen Themen zum Ausdruck. Und ich glaube, was da einfach wichtig ist, wenn du Menschen in Kalifornien begegnest, die leben mit den Bären. Und die freuen sich über diese Bären, auch wenn diese Tiere natürlich auch eine Bedrohung darstellen. Aber es ist klar, du musst dich darauf einstellen, du kannst dich darauf einstellen und wenn du das tust, dann kannst du auch mit diesen Tieren den gleichen Lebensraum teilen. Und aus der Haltung heraus entsteht eben nicht Panik, sondern aus der Haltung heraus entsteht einfach eine Art des Umgangs, die, glaube ich, sehr guter ist. Sehr schön. Ich habe mir gedacht, das ist ja im Grunde auch, wenn du ein Tier hast, einen Hund oder so. Ich habe jetzt so zwei hier um mich herum liegen. Es kommt drauf an, wenn du plötzlich nervös wirst wegen irgendwas, dann werden die ja auch nervös. Aber ich glaube, der Hund ist ein sehr gutes Beispiel, denn wenn du Hundehalter bist, dann musst du ja auch lernen, wie kann ich mit dem Hund umgehen? Was braucht der Hund jetzt von mir? Mhm. Und wie funktioniert die Psyche von so einem Hund? Der möchte sich halt unterordnen unter den Herrchen, der hat ein Rudeldenken. Und das muss ich ja auch bedienen als Hundehalter. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich möchte jetzt als Gleichgesinnter auf Augenhöhe begegnen. Das kann ein Hund nicht. Das ist ein Fehler, wenn man da so rangeht, ja. Das ist ein Riesenfehler, wenn man da so rangeht. Da kriegt man seinen Hund nicht erzogen. Und ich denke, das Gleiche gilt auch, wenn ich anderen Tieren begegne, wenn ich wilden Tieren begegne. Und auch da kommt es einfach darauf an zu sagen, ich muss mich jetzt darauf einstellen, was du von mir brauchst, damit wir gut miteinander umgehen können. Und ich bin der Mensch, ich habe die Fähigkeit, mich einzustellen, du hast es nicht als Tier. Und das kannst du von mir erwarten, dass ich das tue. Und wenn ich das richtig mache, dann kommen wir auch miteinander klar. Genau. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann eben nicht, ja. Wenn man gleich überall mit der Knarre rumkommt und mit dem Pfefferspray, dann sollte man lieber nicht in die Wildnis gehen, würde ich mal daraus schließen. Das ist ganz interessant, da gibt es natürlich Statistik zu. Gibt es ja zu all diesen Statistik. Und ich glaube, etwas, die ersten Schritte zu diesem Weg sind vor 100 Jahren gelegt worden. Und in den ganzen 100 Jahren ist niemals ein Wanderer von einem Bären getötet worden. Also. Es gab natürlich Unfälle, ist ganz klar. Verletzungen, ja, aber es ist nie jemand getötet worden. Es gibt andere Gegenden in Amerika, wo es Grizzlies gibt, die deutlich angriffslustiger sind. Und da gibt es halt Statistiken, wie gut du mit einer Waffe unterwegs bist, also wenn du versuchst, den Bären zu erschießen, wie gut du mit Bärenspray unterwegs bist, also jetzt Pfefferspray. Und deine Chance, dich gegen den Bären durchzusetzen, ist fast doppelt so gut, wenn du es mit Bärenspray versuchst, als wenn du versuchst, das Tier zu töten. Einfach weil es halt nicht die geeignete Art des Umgangs. Ne? Und ist es jetzt eine gute Idee oder eine schlechte Idee, da selber mit sowas wie Pfefferspray bewaffnet in der Gegend zu sein? Ich glaube, das kommt einfach auch wieder darauf an, auf was für Tiere lässt du dich ein, in welcher Gegend bist du, wer bist du, wie gehst du damit um? Wird das nicht so schwarz-weiß beantworten, von wegen die Leute, die ohne sowas unterwegs sind, die sind gut und die mit sowas unterwegs sind, die sind böse? Ich denke, es kommt sehr auf die Tiere an. Ich meine, die Schwarzbären, die es auch in Yosemite gibt, in den meisten Nationalparks in Amerika ist verboten, dass du Pfefferspray mitnimmst, weil da einfach auch eine ganz andere Art des Umgangs gefragt ist. Und stattdessen ist zum Beispiel gefragt, dass du deine Nahrungsmittel nachts zusammenpackst, dass du die in bärensicheren Kanister verpackst. Und wenn es geht, es in der Gegend sowas gibt, die Amerikaner haben da sowieso Stahltresore stehen, wo du dein Essen nachts reintun kannst, dass halt die Tiere da nicht drankommen. Und dass die Tiere sich jetzt gar nicht dran gewöhnen, dass sie da, wo Menschen sind, auch ein menschliches Essen kommen können. Ich denke, solche, und das machen die in Amerika seit, ich glaube, seit den 90er Jahren, in den 80er und 90er Jahren.
Es hat also die Zahl der Unfälle zwischen Menschen und Bären drastisch reduziert, weil einfach diese Gewöhnung der Bären daran, dass sie beim Menschen irgendwas finden, was sich lohnt wegzunehmen, diese Gewöhnung ist auch wieder rückgängig gemacht worden. Das war wesentlich effizienter, als jetzt den Parkbesuchern Pfefferspray in die Hand zu drücken oder zu versuchen, da anderweitig mit den Tieren umzugehen. Ja, das ist eine viel geschicktere Art und Weise, als mit Aggression gegen eine mögliche Bedrohung zu arbeiten, nicht? Ja. Wahnsinn. Also schön. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch geführt haben und ich hoffe, wir können viele Leute inspirieren. Und magst du mir vielleicht dann später noch die Buchtitel schicken, mit denen du dich vorbereitet hast und so weiter? Und wenn du magst, auch deine Adresse, so wenn Leute sich melden wollen, bei dir ein bisschen was hören wollen, sich mit dir in Kontakt setzen wollen. Wenn nicht, ist auch okay. Ich würde das dann unter, wenn wir es veröffentlichen, unter das Video setzen, sowohl die Buchtitel oder auch in meinen Artikel, den ich in meine Webseite schreiben werde. Aber das können wir nachher noch besprechen. Also ich finde es jetzt, ich danke dir ganz sehr. Du hast mich mitgenommen auf die Reise. Diesen Bären und all das, die Klapperschlange, die kann ich dann alles sehen, nicht? Vom inneren Auge. Es ist, ich habe ein bisschen was miterlebt von dem, was du erleben durftest in echt. Also wenn du willst, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich kann dir auch noch Fotos schicken. Oh ja, toll. Ja, gerne. Wenn du die reinschneiden möchtest. Ganz gern. Ein oder andere von dem, was ich erzählt habe, da gibt es Fotos. Ganz gern. Ich meine, ja. Ich habe jede Menge Fotos, aber... Ja, nicht so viele, also vielleicht so 10 oder so. Ja, und ich meine, die Landschaftsfotos helfen da jetzt auch nicht unbedingt weiter. Ne? An der einen oder anderen Stelle vielleicht schon, aber... Was du für charakteristisch für den, für deine Reise siehst, ein paar davon, wäre ganz toll. Okay, dann mache ich jetzt erstmal die Recording aus. Tschüss.